du hast so ein bisschen den Begriff Wetterfotografie geprägt. Tatsächlich wollte ich gar nicht unbedingt irgendwie Fotograf werden. Ich glaube, das wollte keiner vermutlich. Und irgendwann habe ich dann erkannt, boah, das ist ja so krass. Ich habe ja so einen großen Vorteil gegen einen normalen Landschaftsfotografen. Wenn ich geht da so ein bisschen die Romantik verloren? Ich bin absolut kein Romantiker, ja. Dieser Podcast wird unterstützt von Nisi Filters. Erhalte jetzt bis zu 10% Rabatt auf deine nächste Bestellung im deutschen Onlineshop mit dem Rabattcode FOCUS-RABATT. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Podcast. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge im Fokus. Und ich bin mega gespannt. Felix, ich denke, du auch. Ja, erstmal herzlich willkommen. Moin, moin. Und wir sind mega gespannt, weil wir heute einen ganz besonderen Gast wieder mit am Start haben, wie jede Folge eigentlich. Aber, alle sind besonders? Ja, natürlich. Aber wir haben heute Deutschlands bekanntesten Wetterfotografen bei uns. Den Begriff hat er übrigens selber geprägt. Das steht auf seiner Webseite, habe ich früher nochmal recherchiert. Herzlich willkommen, Bastian Werner. Moin. Moin. Ja, dann danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Freut uns, dass das geklappt hat hier. Und du kannst uns hier mal ganz kurz sagen, wo du uns hier hingeführt hast. Es ist wirklich mega kalt, muss man mit dazu sagen. Also wir haben irgendwie gerade so -7, -8 Grad. Genau, -8, ja. Also es kommt darauf an, wo wir also unterhalb der Inversion haben wir so -7, -8 Grad, darüber nur -2. Also wenn wir oben im Nebel sind, haben wir Glück, dass es wieder ein bisschen wärmer. Ach, schön. Oben sind wir im Bayerischen Wald am großen Arber. Und ja, von Osten drückt gerade der Wind vom Böhmischen Becken hier rüber und der schiebt den Nebel zu uns hier rüber in den Bayerischen Wald und das wollen wir erstmal rumfotografieren gehen. Sehr schön. Ich würde gerne irgendwie da hoch, weil die Bäume da oben finde ich einfach mega sexy. Das, ja, ist schon richtig das können wir machen, aber ich finde, dass wir noch ein bisschen weiter außen rum gehen sollten, weil die Sonne geht ja noch von uns aus gesehen gerade so ein bisschen weiter hinterm Berg noch auf, damit wir das Licht auch gut da reinbekommen, ja. Dann durch die Wolkenlücke, dass nicht direkt da hochgehen. Außerdem das Problem, dass wir natürlich auch da diesen Lift hinten den dran haben. Ne? Ja. Ja, wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit gucken, weil das Licht ist jetzt schon ziemlich gut eigentlich. Ja, das wird noch besser, da oben die Sonne erst über den Horizont steht. So, wir sind gerade dabei, Komposition zu suchen. Hat jetzt doch ein bisschen mehr zugezogen als gedacht eigentlich, ne? Ja, definitiv. Das ist schwierig. Ja, der Tiefdruckeinfluss war ein bisschen zu groß, deswegen ist der Nebel jetzt hochgestiegen. Ja, da kann man aber nichts machen, aber es sieht auf jeden Fall cool aus hier mit dem Raureif. Ja. Das auf jeden Fall, also ein paar Detailshots und so weiter kann man auf jeden Fall machen. Ja, jetzt kommt ja die Sonne da hinten auch so ein bisschen durch. Ja, ja, die versuche ich gerade noch ein bisschen reinzubringen. Die macht gerade so eine ziemlich coole Strahlen da hinten noch ins Tal rein. Ja. Die kriege ich hier gar nicht mit 15 mm, ich kriege die gar nicht mehr ganz drauf. So von der Komposition her. Ja, ja, ich habe so, jetzt, wenn hier noch ein bisschen Licht drauf kommt, dann wird der hier halt auf der, weil wenn man die Schattenseite vom Berg. Ja. Und wenn da was Licht drauf kommt, dann trifft das hier auf diesen hellen Busch nochmal. Das ist so der Plan. Dass dann nochmal eine so eine Wolkenlücke jetzt gleich kommt. Wie ist so deine Vorgehensweise, wenn du zu so einem Spot kommst? Ich meine, wir sind jetzt hier wirklich querfeldein eingelaufen. Ja, das war jetzt auch ein bisschen ungut, weil wir wollten ja eigentlich auf den Gipfel hochgehen. Ja.
tatsächlich erstmal am Licht orientieren. Das heißt, erstmal gucken, okay, wo wird die Sonne aufgehen, wie steht das mit den Wolkenlücken. Das war jetzt hier ganz wichtig, dass man halt schon, bevor die Sonne halt aufgeht, schon weiß, wo die hochsteigt, dass man die Komposition halt finden kann. Hier kann man jetzt halt abschätzen, okay, die Sonne steht hinter den Wolken, wenn jetzt noch eine einzige Lücke kommt, dann habe ich jetzt hier das Licht da vorne auf meinem Baum. Also du willst aufpassen, nicht mit dem Stativbein gegen den Baum kommen. Gleich, wenn ich da dran stößt, hast du gleich keinen Raureifen mehr drauf. Also niemals beim Raureifen fotografieren den Baum anfassen, sonst ist er nämlich gleich wieder nackt. Aber du hast, du orientierst dich so an der Sonne, dass du quasi immer gegen das Licht fotografierst, ne? Damit du ja, die meiste Zeit, ich bin so ein richtig typischer Gegenlichtfotograf tatsächlich, ja. So, wir sind wieder unten. Es war eigentlich eine ganz gute Ausbeute da oben, oder? Muss man schon sagen. Am Anfang dachte ich so ein bisschen, naja, ob das jetzt noch was wird mit dem Wetter. Und du warst ja selber auch so irgendwie so, oh, scheiße, die Wolken, ja, das ist, nicht gedacht habe. Das in der Wetterfotografie ist das oft so eine Kurve. So. Du fährst los, dann denkst du, du fährst jetzt auch los, weil es jetzt gerade geil aussieht auf dem Wetter da. Dann fährst du los, dann fährst du irgendwie, dann gehst du, guckst du so hoch, so kommt langsam das Licht so rein, so, oh, der Nebel ist doch nicht so cool. Und dann bist du enttäuscht, dann gehst du über auf den Berg hoch, weil es doch gut aussieht. Und dann denkst du, das ist doof. Und dann kam dann doch nochmal das Licht auf einmal heute Morgen. Also ja. Zwischendrin war ich echt skeptisch, aber da kam wirklich so 2 Minuten Licht, kam dann mal durch die Wolke und das hat dann ausgereicht, dass das... Zumindest für einen ein gutes... Ja, Wettervorhersage war gut, mit der Location-Vorhersage müssen wir doch dran arbeiten bei dir. Ja, wir mussten ja ein bisschen selber suchen. Wir haben uns ja erwartet, du zeigst uns das alles und sagst dann hier, stellt mal euer Weitwinkel dahin, macht mal das. Aber genau. Wir mussten ja selber Motto viel hier arbeiten. Mit 16 mm fotografieren und zwar auf einer Höhe von einem halben Meter. Genau, so haben wir uns das vorgestellt. Und, ja, wie bei so einem Workshop eigentlich. Ich musste die ganze Zeit einen Berg hochklettern, da ja. Wusste überhaupt nicht wohin. Also, das ist halt ein bisschen blöd. Ich meine, im Endeffekt wollten wir auf den Gipfel, aber der Nebel war ja vor uns oben auf dem Gipfel, also mussten wir unter dem Gipfel bleiben und dann konnten wir, ja, klar. Hatten wir Licht gehabt. War auch nur Spaß. Halt ein bisschen was suchen, ja. Nein, wir freuen uns aber auf jeden Fall, dass du hier in unserem Podcast mit dabei bist. Nee, du warst ja tatsächlich einer der Ersten, die auf unserer Liste standen, als wir damals unseren Podcast gedanklich entworfen haben, wo wir gesagt haben, den müssen wir mit reinholen, weil du jemand bist, der spezielle Fotografie tatsächlich macht. Es ist nicht einfach nur, in Anführungsstrichen, nur Landschaftsfotografie, sondern es ist halt diese spezielle Form der Landschaftsfotografie, Wetterfotografie, wie du selber sagst. Mhm. Ne? Ich habe auf deiner Webseite gestern Abend nochmal nachgelesen, da hast du ja selber gesagt, du hast so ein bisschen den Begriff Wetterfotografie geprägt. Ja, tatsächlich. Ich darf das jetzt immer so rum erklären. Ich mache das schon ein bisschen länger, aber irgendwann war ich war der einzige Depp, der auf Instagram Hashtag Wetterfotografie gemacht hat. Keine Sau wusste das vor 2,5 Jahren oder 3 Jahren. Dann habe ich gedacht, so, komm, warum taggt er nicht einfach jetzt wieder mal seine Wetterfotos mit Wetterfotografie? Und es hat der Hashtag mittlerweile fast 90.000 Beiträge zur Wetterfotografie. Und ich habe das gemacht, ich habe das, glaube ich, so 4, 5 Mal meine Story gepostet, habe gesagt, hey Leute, taggt doch einfach mal alle eure Wetterfotos mit Wetterfotografie. Ja? Und das ist halt einfach so eine andere Herangehensweise, beziehungsweise das ist eine Unterform der Landschaftsfotografie, wo ich halt eben einfach sage, okay, das Wetter ist jetzt mein Hauptmotiv oder halt das hauptgestalterische Mittel von dem, was ich fotografiere. Nicht schlecht. Und wir müssen ganz von vorne mal anfangen. Ja. Wann bist du zur Fotografie gekommen und wie kam es überhaupt dazu? Tatsächlich wollte ich
gar nicht unbedingt irgendwie Fotograf werden. Ich glaube, das wollte keiner, vermute ich mal von euch. Also, obwohl, ja, doch. Doch, du wolltest es, okay. Ja. Also ich kenne das immer so, dass immer die Leute, die ziemlich gut sind, das irgendwie gar nicht eigentlich wollten. Und so war das auch bei mir, ohne dass ich sagen wollte, dass ich sehr gut bin. Ich habe angefangen mit dem Segelflugschein, weil ich schon immer ein Luftfahrtinteresse hatte. Und ich war so begeistert von der Meteorologie, die ich während diesem Segelfliegen kennengelernt habe, dass ich irgendwann eigentlich nur noch im Flugzeug oder im Segelflugzeug die Wolken fotografiert habe, die ganzen Wetterphänomene, weil du warst ja richtig nah dran, das kannst du ja mehr, kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Ganz kurze Zwischenfrage. Du bist selber geflogen und hast dabei fotografiert. Verstehe ich das richtig? Das also wollte ich auch gerade fragen. Schön, ja. Schön wie im Auto, so freihandmäßig dann so mit dem Handy am Steuer. So, ne? Und dann der Unterschied ist, ich muss keiner Strecke folgen. Dass das, also das Segelflugzeug getrimmt ist, dann fliegt das einfach geradeaus. Da brauche ich wie so ich Autopilot rausgucken. Dann, oder wie? Nee, oder? Gar kein Autopilot. Also das ist wirklich rein ein sage ich mal, perfektioniertes Luftfahrzeug. Was da hast du so eine kleine Trimklappe, sozusagen, die die Kräfte an dem Segelflugzeug perfekt ausgleicht und dann fliegst du sozusagen einfach stationär mit 90 oder 100 km/h geradeaus. Ach, geil. So, im Idealflug, okay. Ja. Das macht das Flugzeug von allein. Also im Grunde sitzt du im Flugzeug nicht, also der Pilot ist nicht so drin und ist die ganze Zeit im Ausgleich bemüht, sondern ein Segelflugzeug fliegt stabil. Das heißt, wenn Thermik kommt, das wackelt zwar rum, aber das hält ist es im die Gleichgewicht. Das hält sozusagen die Spur, ja. Und da kann man zwischendrin auf jeden Fall mal ein Foto machen. Also du kannst auch was trinken, du kannst auch mal auf die Luft, du hast ja echt so Flugkarten mit dabei und sowas, das kannst du alles danach gucken. Ja. Das ist cool. Also nicht so nicht problematisch. Ja. Und würde es für dich dann heute, also du hast gesagt, das hast du früher gemacht, ja, machst du jetzt aber nicht mehr? Nein, ich mache das nicht mehr, weil, wie kann man das erklären? Ich glaube, es hat sich irgendwie abgestumpft. So. Also die Wetterfotografie, die Faszination am Wetter ist einfach stärker als das Fliegen. Also okay. Das ist so wie, man kann sich das vorstellen, wenn man 18 einen Führerschein gemacht hat, boah geil, ich gehe jetzt Auto fahren. Ja, da freut sich eigentlich erstmal fast alle drüber, dass sie das jetzt machen. Und dann gibt's auch nur so ein paar ganz Verrückte, die sagen, ich finde das jetzt so geil, ich mache jetzt Autotuning, ich lege mir das tiefer, ich finde das so geil, ich fahre als Auto jetzt als Hobby. Ja, und bei mir das halt so, ich fand das total geil, ich habe das mega Spaß gemacht, irgendwann so, okay, irgendwie immer gleich im Flughafen, wieder hoch und dann wieder fliegen. Oder fliegst du halt da oben irgendwie rum und guckst das von oben an. Oder es war dann irgendwann so, okay, das hat man jetzt irgendwie gesehen, das sind so die Eindrücke, so was mit Wolke geflogen, das hast du alles miterlebt gehabt. Und dann hat mich aber das Wetter mehr fasziniert, weil tatsächlich ist das Wetter das Abwechslungsreichere am Fliegen, am Segelfliegen gewesen. Ja, verstehe. Weil du das vorhersagen musstest und. Genau, aber okay. Genau, das Wetter hat mich in Luft gehalten. Also prinzipiell ist sozusagen einfach nur das Segelflug einfach nur so ein Spielball im Wetter. Mhm. Das wird dann hochgehalten von der Thermik, ja, das ist, oder von den Wellen am Berg wird das halt hochgetragen. Und das ist eigentlich das Entscheidende daran. Das ist auch so die Abwechslung am Fliegen. Ja. Da gibt es dann wirklich so spezielle Wellenflüge. Dann gibt es Leute, die gehen extra nach Kenia, nach Afrika zum Fliegen, weil da irgendwie die 3000 Meter hohe Wolken sind, wo du halt irgendwie 3000 Meter damit mit normaler Thermik rumfliegen kannst. Solche Sachen halt, ja, die man bei uns nicht hat. Und das ist aber eigentlich ist das Wetter das Entscheidende daran. Mhm. Ja. Ich will jetzt noch mal ganz kurz einhaken. Wie alt warst du, als du mit dem Segelfliegen angefangen hast? Und wie alt bist du jetzt? Im Segelfliegen angefangen habe ich, glaube ich, mit 15. Oh, wow. Geht das so früh? Krass. Ja. Ich dachte mal, das geht erst ab 18. Nee, du kannst mit 14 anfangen. Du darfst aber erst den Segelflugschein mit 16 dann machen. Das heißt, du darfst dann betreut fliegen, aber erst mit 16 zu sagen, dann Flugschein machen, alleine fliegen, ja. Das ist eigentlich voll krass, ne, dass du mit dem Auto darfst ja alleine erst mit 18 fahren, aber fliegen, was eigentlich sich komplizierter anhört zumindest. Vielleicht, weil es keinen Motor hat? Ja, aber beim Segelfliegen ist das so, dass du eigentlich erstmal, oder beim Fliegen generell, dass du in erster Linie erstmal nur dich und deine Insassen umbringst. Also, kommt drauf an, wo du hinfährst. Ja, nein, also im Auto, ja, es ist ein Ja, aber im Autoverkehr ist es halt tatsächlich so, dass du halt viel zu dicht, sag ich mal, ganz in einer anderen Spur fährst, eine oder auf Aufmerksamkeit, oder so, ja. Und sozusagen die Wahrscheinlichkeit, sich gegenseitig mit dem Flugzeug aus der Luft rauszuschießen, ist jetzt schon recht gering, wenn man das so vom Abstand her gerechnet, ja. Also die meisten Flugunfälle verletzen eigentlich immer bei Start und Landung, wenn du halt abstürzt. Hm. Oder das passiert das nicht sozusagen, dass du jetzt irgendwelche krassen Kollisionen da hast. Aber wie alt bist du jetzt? Ich bin 27. Ah, oh, noch so jung. Okay. Ich bin so neidisch. Drei Jahre jünger. Du bist auch jünger als ich. Komm, ich bin hier der alte Mann in der Nicht mehr lang. jetzt bist du mal der Älteste. Sonst ich müsste sogar raten, ich hätte keine Ahnung, ich würde dich jetzt auf 29, 30 schätzen. Ja, 30. Tatsächlich, 30, ja, okay. Ja. Ja, aber interessant. Also du hast du dann nebenbei was studiert oder was hast du nebenbei gemacht, neben dem Fliegen?
Also neben dem Fliegen habe ich Schule gemacht. Also Abi. Genau, ich habe ein Abitur gemacht. Ja, aber so Fliegen war erstmal das Wichtige. Da habe ich mich fürs Abi nochmal angestrengt, 2,2 gemacht und dann bin ich Physikstudien gegangen, weil ich total Bock da drauf hatte. Ich habe aber immer noch Bock, ich finde es total interessant. Und das war so dieser typische Fall von, du studierst das, du machst jetzt Interessen dadurch dran kaputt, weil du musst so viel machen, so viel anderes, so viel Zeug lernen, was dich eigentlich gar nicht interessiert so direkt. Ja, du musst so viel Grundlagen. Das fand ich auch gar nicht so schlimm. Ich fand dann die Betreuung ein bisschen doof, weil es gab die Mathematiker und es gab uns Physiker. Und wir Physiker hatten sozusagen ein Teil Mathe mit den Mathematikern. Aber so, bei den Mathematikern ist alles voneinander aufgebaut und wir haben diesen einen Teil da rausgenommen bekommen, mussten den komplett kapieren, obwohl, ja, und das war okay, halt sozusagen echt ziemlich krass. Ja. Und ja, das war mir dann zu komplex, zu schwierig. Da habe ich auch jetzt, das war auch wieder so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, dafür brenne ich mich in meinem Leben. Also ich finde das interessant, ich finde auch Fliegen interessant, aber es ist nicht so, dass ich morgens aufspringe um 4 Uhr morgens und das jetzt machen möchte. Ja. Das habe ich halt mit der Fotografie. Ich finde das, also es ist anstrengend, ja, aber ich habe Bock drauf. Das ist der Unterschied. Das hat so, warum ich das jetzt gut. Das eine ist halt Passion und das andere hat sich irgendwie Interesse so abgenutzt. Und das eine, ne? Alles andere ist Passion, ja. Und dann habe ich aber noch gelesen, dass du jetzt im Jahr 2020 nochmal einen Abschluss gemacht hast. Ja, ich habe ja dann doch nochmal was studiert, was mich dann auch interessiert hat. Ich habe jetzt Optotechnik und Bildverarbeitung studiert. Wow, also so bildgebende Verfahren wahrscheinlich, genau, oder? Ja, okay. Genau, also Optotechnik erstmal der, sag ich mal, Ingenieurstudiengang zur Optik der Physik. Ja. Das heißt, optische Systeme auslegen, also hier zum Beispiel die Kameras konstruieren, aber da wäre ich sozusagen sehr weit davon entfernt. Also im Grunde ist die Optotechnik, die wir auf dem Niveau gemacht haben, tatsächlich nur so, dass wir halt Kameras auslegen können, optische Objektive, aber jetzt nicht so direkt, wie wir bauen jetzt keine Objektive. Also musst du schon Doktor bei Zeiss sein und sowas. Also das ist schon eher das Niveau, was man dann dafür braucht. Und die Bildverarbeitung ist halt Informationsgewinnung aus Bilddaten. Und Bild ist jetzt weit gesprochen. Das kann von 2D, 3D bis mehrdimensionale Daten sein. Also alle Daten, die sozusagen eine Art Gitterordnung haben, das sind eigentlich Bilder. Sowas also, wie CT zum Beispiel, oder? Genau, ja. Kernspintomographie, Röntgenbilder, also das hat eine Auflösung, damit eine Art Gitter, ja. Okay, also das ist aber zumindest dann schon mal, es geht ja schon mal in Richtung Fotografie. Genau, ja. Das definitiv, ja. Deswegen, das habe ich mir damals auch ausgesucht gehabt, das habe ich dann auch fertig gemacht, aber gut, es war 2020, ich habe gerade noch so meine Verteidigung von der Abschlussarbeit gehabt, dann habe ich den Abschluss irgendwann per Post zugeschickt bekommen, dann habe ich Fotografie gemacht. Und der ist, glaube ich, ich habe ihn tatsächlich, ich hoffe, mein Prof sieht das nicht, ich habe noch nicht ausgepackt. Weil, weiß nicht, ich wusste nicht, es war einfach, ich weiß, was drin ist, ich habe es weggestellt, weil ich würde ihn, glaube ich, nur wieder auspacken, wenn ich nochmal den Master studieren gehe. Aber das möchte ich eigentlich, also ich möchte mit der Fotografie das eigentlich weitermachen. Und du hast aber mit der Fotografie ja angefangen, bevor du jetzt den letzten Studiengang angefangen hast, ne? Also den hast du, oder wie ist es zeitlich einzuordnen? Also ich hatte mit 18, habe ich dann eben meinen Segelflugschein gemacht, da habe ich schon ein bisschen nebenher fotografiert, habe dann mein Auto bekommen, konnte halt so ein bisschen Wetterknipserei, ich nenne es mal noch nicht Fotografie, Wetterknipserei bei mir in der Umgebung machen. Und dann irgendwann war das halt so, ich hatte so dieses Stormchaser Internetforum, das war hier noch, das kennt ja zum Beispiel gar keiner mehr, der unter 20 ist, Internetforum, das wissen die ja gar nicht mehr. Was ist ein Forum? Was ist ein Internetforum? Statt so was wie Facebook. Das war, der Anfang des Internets, ja, da hat man sich noch in Foren getroffen, ja. Die gibt's heute alle gar nicht mehr, die Foren leider. Und das war halt so, da hat man halt Wolken oder Wetter fotografiert für Leute, die sich halt für Wetter interessiert haben. Ja, graue Wolken am Himmel, die konnte man interpretieren, wenn man Ahnung davon hatte. Und das war halt so, ja, da hat halt zwei Leute interessiert im Internet, was ich da gemacht habe. Das fand ich halt so ein bisschen langweilig. Ich war so, dachte so, okay, warum kann ich das nicht irgendwie cooler fotografieren? Da habe ich mir halt beigebracht, wie ich Landschaftsfotografie, Bildbearbeitung und so weiter und so fort und den Bildaufbau auf diese Wetterfotos anwenden kann. Und dann habe ich mich halt immer weiter da drinnen verbessert, bin immer weitere Strecken von zu Hause weggefahren. Und irgendwann habe ich dann erkannt, boah, das ist ja so krass, ich habe ja so einen großen Vorteil gegenüber normalen Landschaftsfotografen, wenn ich einfach die Conditions die ganze Zeit vorhersagen kann im Motiv, ja. Ich meine, ich fand das immer lustig, weißt du, ich bin zum Beispiel in den Schwarzwald gefahren zum Fotografieren und habe dann irgendwie ja morgens alleine Nebel fotografiert und die ganzen lokalen Fotografen, ich dachte, boah, krass, das war ja so eine geile
so geile Bilder, die du da gemacht hast. Und ich immer so, ja, wusste ich, konnte ich hinfahren, konnte man erkennen auf dem Satellitenbild oder so. Und das hat mich dann so bewegt, dann zum Beispiel dieses Buch Fotografieren mit Wind und Wetter zu schreiben. Das du ja sehr früh in deiner Karriere schon geschrieben hattest, oder? Genau. Das ist, weil das ist ja dieser Faktor, wo Fleiß, Passion und Talent aufeinander getroffen sind. Okay. Deswegen konnte ich das halt sehr früh machen. Ich glaube, wenn ich das nochmal schreiben würde, würde ich vermutlich verschiedene Texte anders schreiben. Ja, okay. Also wann habe ich das geschrieben? Da war ich, glaube ich, 22, habe ich angefangen zu schreiben, oder 21. Ja. Wie ist das zustande gekommen? Ist da ein Verlag auf dich zugekommen, hat gesagt, wir hätten das gerne? Oder hast du selber gesagt, ich will ein Buch schreiben, weil ich ein Thema habe, worüber ich perfekt sprechen kann und ich brauche eigentlich nur jemanden, der es veröffentlicht? Ich habe das tatsächlich genau so gemacht. Ich bin zum Verlag gegangen. Also ich hatte Ines Mondon heißt die Dame, die ist auch beim Rheinwerk Verlag. Die, weiß nicht, fragt euch da auch eine Fotografin. Ich hatte gesehen, dass sie ein Buch rausgebracht hat im Rheinwerk Verlag. Ich habe mal so gemeint, so, hey Mensch, wie schaut das denn aus? Hast du einfach mal einen Kontakt für mich? Und dann hat sie mir den Kontakt gegeben. Und ich habe mir einfach nur gedacht, es muss einfach dumm sein, wenn der Verlag dieses Buch ablehnt. Weil ich mir einfach dachte, Mensch, ich lese dieses Buch für Gegenwert vielleicht 40 Euro. Ja? Und dann, wenn ich jetzt einmal dieses Buch gekauft habe und ich mir mit einer Anfahrt irgendwo hin morgens um 5 Uhr spare, mit Spritkosten, weil es einfach regnet oder sonst was, dann habe ich das schon wieder drin, das Buch. Ne? Und das war so meine Motivation. Da habe ich gesagt, so okay, bin damit zum Verlag. Und die haben das dann auch einstimmig angenommen. Haben gesagt, das machen wir jetzt. Wie lief das? Hattest du das Konzept dann quasi oder hattest du schon Texte fertig? War das im Prinzip so, dass du gesagt hast, ich habe dieses Buch schon, wollt ihr es für mich verlegen? Nein. Oder ist dann nochmal viel in Zusammenarbeit mit dem Verlag? Nee, tatsächlich war das so. Ich muss mal kurz reißen. Ja. So ein bisschen kälter hier. Nein, tatsächlich war das so, dass ich glaube, ich weiß nicht, wie ich so ein kleines Exposé geschrieben habe, zwei Seiten, vier Seiten Word oder sowas. Da habe ich nur gesagt, so was ich kann, was ich denke, meine ganzen Bilder mitgeschickt vom Storm Chasen, die Idee dahinter haben erklärt. Da habe ich das noch ein bisschen weiter ausgearbeitet, hat der Verlag mir so eine Vorlage geschickt. Und ja, dann hat das dann irgendwann einstimmig angenommen und dann habe ich ziemlich viel Arbeit da reingesteckt in die ganze Sache, also wirklich, wirklich zu viel an mancher Stelle, ja. Also, wer denkt, dass man damit reich wird oder für den Arbeitsaufwand, das hat sich immer noch nicht gerechnet. Also wirklich nicht gar. Ja, ich wollte sowieso gerade sagen, dass es ist ja irgendwie Usus, dass man als Buchautor nicht wirklich viel verdient, dass sich das nicht wirklich lohnt. Das sagt man sich ja immer wieder irgendwie. In der heutigen Zeit zumindest. Ja, es ist ja mehr so ein Prestigeprojekt dann, ne? Dass man sagt, man ist Buchautor, darüber kann man ja auch gut an Bekanntheit gewinnen, sag ich mal. Und aber das Geld verdient man dann wahrscheinlich woanders. Genau so ist es. Also ja, genau so ist das. Also ich habe das aber auch damals so angesetzt gehabt, dass ich wollte das als Türöffner haben. Ich wollte das nicht haben, als ich mache damit jetzt viel Kohle, sondern ich wollte diese Idee auf den Markt bringen. Ich wollte sagen, hey, guck mal, ich kann das jetzt. Weil mir das so viel Spaß gemacht hat mit der Wetterfotografie, dass ich irgendeinen Weg finden wollte, damit halt Geld zu verdienen. Und das war halt die Möglichkeit, ja. Weil ich war immer dieser Mensch, weißt du, ich wusste immer, also immer wenn ich es nicht lernen muss, ich glaube, ich habe noch bis 15 oder 16 im Wald habe ich Hütten gebaut, ja. Ich hatte, weißt du, immer wenn ich lernen musste, hatte ich da nie Bock drauf. Also ich hab immer alles andere gemacht, außer irgendwas für die Schule, ja. Sollte ich jetzt niemand ein Beispiel dran nehmen, ja. Aber so war das halt. Deswegen war es auch so, es war klar für mich, dass ich keinen normalen Bürojob haben kann. Sondern ich gehe da komplett drinne auf. Ja. Also ich habe kein Problem, das Buch da so schreiben den ganzen Tag oder mein anderer Fotografietext, das macht mir Spaß, ja. Aber ich könnte jetzt, glaube ich, nicht so einen normalen 9-to-5 machen, für den ich nicht brennen würde. Da würde ich, glaube ich, kann einfach kaputt gehen, so vom Geiste her. Und stand dann für dich jemals zur Debatte, ob du es vielleicht sogar am Eigenverlag verlegst? Weil ich meine, ich weiß nicht, wie viel Reichweite du damals hast, aber mittlerweile ist es ja schon so, man kennt dich in der Szene und du hast wirklich viele Leute, die dir folgen und die auch fleißig irgendwie aktiv sind, so in deiner Community, habe ich so das Gefühl. Ja. Mittlerweile könntest du ja wahrscheinlich den Umweg über den Verlag dir sparen, oder? War das damals auch schon so oder hast du einfach gedacht, naja, wenn ich es über einen renommierten Verlag mache, dann kriege ich gleichzeitig noch die Presse, erscheinen vielleicht in Fachzeitschriften. War das so ein bisschen der Gedanke? Meine Motivation im Deutschabitur war ein Punkt.
Okay. Okay, also du brauchst einen Lektor. Mittlerweile, genau. Nein, mittlerweile kann ich kann mittlerweile schreiben, ich kann auch mittlerweile fehlerfrei schreiben und mir macht das auch wirklich mittlerweile Spaß zu schreiben. Ich hatte, glaube ich, nur keinen Bock gehabt, Goethe zu lesen. Okay, ja. Aber mittlerweile finde ich das auch interessant, aber mit 16, 15, da habe ich nichts dafür übrig gehabt. Also deswegen habe ich auch keinen Bock drauf gehabt. Nee, aber es ist so, du brauchst jemanden, muss die Seiten layouten, ja. Du brauchst einen Lektor, du brauchst jemanden, der das verlegt, sich den ganzen Druckdaten kümmert. Das ist so ein riesiger Rattenschwanz, der dran steht. Und dann möchtest du ja auch Qualität haben. Das soll ja nicht aussehen, wie als ob jemand 400 Seiten Word zusammengeklebt hätte. Logisch, klar. Sondern genau das. Und das deswegen, ja. Und dafür, sage ich mal, ist das tatsächlich fair entlohnt. Und dadurch, dass ich jetzt mittlerweile ja meinen eigenen Webshop und sowas habe, kann ich das Buch über mich verkaufen, kriegst du sagen, die Händlerprovision mit dann auch noch ich. Und dann lohnt sich das. Dann auch lohnt sich. Und dann kann man, also was jetzt lohnt, aber dafür kriegt man halt dann auch wieder was. Mhm. Ja. Cool, okay. Das war dein erstes Buch und es gibt aber auch ein neues Buch. Genau, es gibt das neue Buch Vor der Tür, heißt das. Und zwar habe ich ja in meinem ersten Fotografie mit dem Wetter den Leuten gezeigt, wann sie fotografieren müssen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wo sie fotografieren müssen. Und ich habe da, glaube ich, leider, ich wusste das natürlich, als ich die Idee hatte mit dem Buch, dass Corona kommt. Corona kommt, ihr könnt alle nur in Deutschland vor der eigenen Tür fotografieren. Du steckst also dahinter. Ja, das war alles, du und Bill Gates. Genau. Ja, ich und Bill Gates, das war alles abgesprochen. Ja. Gib Gates und Werner keine Chance. Ja. Gates und Werner keine Chance, genau. Nein, Also nach dem Interview steige ich auch in meinen Hubschrauber und fliege ich wieder in die USA. Aber du merkst, dass er jetzt schon ein bisschen wortkarger wird, ne? So, ja, ja. Ganz so. Er hat sich ertappt gefühlt. Ja, so ein bisschen, er fängt auch ein bisschen an zu schwitzen. Ich glaube, es ist ein Tee. Ja. Nein, aber es ist ein neues Projekt, was du hast. Und das hast du ja auch nicht alleine gemacht, sondern genau. Mit Kilian Schönberger zusammen. Das habe ich mit... Ich habe es mit Kilian Schönberger zusammen gemacht, aber das wollte ich wichtig erzählen. Und zwar ist Kilian Schönberger für mich einer oder der besten Natur- oder Landschaftsfotografen, der besten Landschaftsfotografen, er macht ja keine Vögel oder sowas, Landschaftsfotografen in Deutschland. Also es war tatsächlich auch einer der ersten, den ich entdeckt habe, weil ich gesehen habe bei ihm und dass dieses Thema mit der Wettervorhersage verstanden hat. Er ist ja auch Diplom-Geologe, nein, Geograf, so. Geograf. Also er ist Diplom-Geograf, natürlich entsprechend auch das den Umgang mit Karten, deswegen bin ich ihm sehr früh gefolgt, weil er einfach viele coole Motive hatte, zum Beispiel Burg Hohenzollern über dem Nebel hat er besser fotografiert als ich damals, weil er war 2 Tage da, ich war einen Tag vor ihm da, also wir waren gleichen Tag waren wir da, habe ich ihn kennengelernt gehabt, das war 2014, 2015 auf dem Zellerhorn. Genau in der Zeit habe ich ihn auch kennengelernt, habe ich ihn auch getroffen und ich habe ihn auch in der 6. Schweiz getroffen. Ja genau, da ging das so gerade so los, ich glaube er hat 2000, ich habe ja seine Biografie erst gelesen, ich bin ja gar nicht gut im Auswendig lernen. Eine ich glaube, Biografie? Ja, in Buch hat er natürlich, vor der Türbuch von uns hat er natürlich eine Biografie, ja. Und er war halt da schon professionell unterwegs, er konnte noch einen 2. Tag da bleiben. Ich musste natürlich damals wieder in die Uni gehen, ja. Müssen. Da hatte das Bessere. Ja, nein, ich musste. Also, sagen wir so, man geht freiwillig in die Uni, aber ich glaube, das ist so eine systemische Illusion, dass ich jetzt freiwillig in die Uni gehe. Also, wir müssen ja alle irgendwo gucken, wo wir bleiben, ja. Ja. Klar. Und das ist einfach das große Glück, sozusagen, so etwas, was wir tun, selbstständig tun zu dürfen, das ist halt einfach, das hat halt einfach nicht jeder, das muss man so sagen, das muss man auch wertschätzen, ja. Ja. Nee. Er ist halt auf jeden Fall einer der coolsten Fotografen, die ich kenne und ein großes Idol von mir. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt, wo wir uns einmal so Kollegen waren, habe ich gesagt, so, hey Mensch, ich kenne niemanden, der so viel in Deutschland fotografiert hat, glaube ich, wie du, Landschaften, ja. Und ich habe da so eine Buchidee, weil ich habe auch so viel in Deutschland fotografiert. Lass doch einfach mal die coolsten Fotolocations zusammentragen. Dann bin ich auf ihn zugekommen und da hat er auch gleich Bock drauf gehabt. Da haben wir echt ein cooles Projekt draus gemacht, wirklich ganz Deutschland abzudecken. Und Kian hat 2.500 Fotolocations für Deutschland. Ich habe auch 1.500. Natürlich eine große Schnittmenge. Klar. Und dann haben wir so eine tolle Karte erstellt, wo wir die 500 geilsten Locations von uns eingetragen haben und gesagt, können ins Buch, dann haben wir das nochmal runter reduziert und 250 Stück ungefähr. Und die sind jetzt in diesem Buch drin.
Das ist ziemlich ordentlich, ja. Ja. Und das ist jetzt quasi ein Buch, wo ihr die Locations vorstellt und sagt, wie man hinkommt oder wie muss man sich das vorstellen? Genau. Wir haben wirklich die Locations mit Koordinaten angegeben, wo parke ich, wo fotografiere ich, wie komme ich hin. Und bei der Frage, wo komme ich hin, haben wir vor allen Dingen auch geklärt, komme ich denn da auch hin, wenn ich zum Beispiel nicht laufen kann. Das war zum Beispiel auch noch ein wichtiger Faktor. Wir haben also wirklich geguckt, okay, es kann ja nicht jeder so gut auf den Berg hochlaufen wie wir. Und ich habe das auch vor allem deshalb gemerkt, ich hatte mir mein Knie verletzt gehabt im Oktober 2019. Ich konnte vier oder fünf Monate in das Knie nicht richtig laufen. Und das war so, da ging das gerade so wieder, dachte ich so, das geht. Und dann bin ich im Felsen auf den Berg hochgegangen. Und dann hat es so angefangen weh zu tun. Ich wusste nicht, woher es kam. Es war auch einfach da, ja. Es war nicht geschwollen und gar nichts. Und ich habe im Arzt jetzt auch nicht irgendwie gesehen gehabt, was da war. Und ich habe keinen Witz. Ich hatte Tränen in den Augen, als ich den Berg hochgelaufen bin. Ah, scheiße. Weil es nicht mal wegen den Schmerzen, sondern weil ich konnte es nicht belasten. Und einfach nur gesehen, so, okay, irgendwie so mein Traum, das jetzt zu tun, ja, morgens fotografieren zu gehen, ist irgendwie gerade so davon so ein bisschen betroffen, dass ich das gerade nicht mehr tun kann, ja. Das ist erstmal so realisiert worden, wie sehr das eigentlich davon abhängig ist, wie du das körperlich kannst. Wie mobil dann, du bist. Oder? Ja, genau. Und das war gerade beim Fotografieren. Für das Wunder habe ich gesagt, Mensch, wenn ich jetzt nicht hochkomme, es gibt so viele andere Leute, die kommen auch nicht da hoch. Warum gucke ich denn jetzt nicht mal, wo man auch hinkommen kann, ja? Und ich bin auch eher ein faulerer Landschaftsfotograf, ja? Also ich fahre ja viel mit Stormchaser, also quasi nur mit dem Auto. Und ich habe halt viele Schlösser drin und viele Locations, wo man einfach hinlaufen kann. Und da habe ich natürlich mir geguckt, wie man da eben hinbekommt, wenn man zum Beispiel im Rollstuhl sitzt, ja? Das cool. Ist auch alles abgedeckt. Jetzt mal eine etwas provokante Frage vielleicht in der Richtung, weil es gibt ja unter Landschaftsfotografen auch immer die ganz große Diskussion, da gibt es ja auch zwei Lager. Die einen sagen, ich teile gerne meine Locations. Und die anderen sagen, ich würde niemals eine Location verraten, weil ich keinen Bock habe, dass die totgerannt werden. Erstens die Frage, wie siehst du das? Also logischerweise, du hast ein Buch geschrieben, wo du Locations teilst. Im Prinzip ist die Frage schon selber beantwortet, aber es gibt ja auch die Leute, die dann sagen, naja, ich sage, wo die Location ist, wenn sie eh schon bekannt ist, mehr oder weniger. Mhm. Wie stehst du zu diesem ganzen Thema? Okay, das ist eine ganz lustige Sache, weil zum Beispiel der Satz, ich veröffentliche nur die Location, wenn sie sowieso schon bekannt ist. Warum ist eine Location bekannt? Weil irgendwann irgendjemand mal dort schon ein Foto vor jemandem gemacht hat. Wie fast überall. Genau, wie so fast überall. Und dann hat er das veröffentlicht, ja. Und es ist einfach nur eine Frage der Zeit. Wenn du dein Bild veröffentlichst, es ist eine Frage der Zeit. Ich habe ein tolles Beispiel. Der Adrian Wirz aus der Schweiz. Ich glaube, ja, genau. Der hat letztens ein Foto veröffentlicht, ich weiß nicht, wie der Berg heißt, von so einem coolen einzelnen Baum mit 600 mm fotografiert in einem Berg. Und er hat nur die Information dazu gegeben, dass es im Emmental fotografiert wurde und in welcher Berg das ist. Ein einzelner Baum auf einem Hügel. Das Emmental ist groß, da gibt es viele einzelne Bäume. In einer halben Stunde hatten wir den Baum gefunden gehabt. Von wo aus genau diesen Spot, genau diesen Baum fotografiert hatte. Das heißt, wenn du das Foto veröffentlichst, dann findest du das. Du kannst das rekonstruieren mit Digital Location Scouting, wo das gewesen ist. Das heißt, wenn du deinen Spots geheim halten möchtest, musst du es wirklich machen. Ja? Da habe ich es herausgefunden, Kian hat es herausgefunden, lustigerweise, Adrian hat das veröffentlicht gehabt, ich habe das mit meinem Kumpel Pascal rausgesucht, wo das ist, und dann Kian geschrieben, parallel, ey, ne, guck mal hier, und dann meinst du, ja, Kian, so, ja, ich will auch schon einmal rekonstruieren, wo das ist, ich habe es gleich gefunden, ja. So, weißt du, er hat natürlich als Geograf natürlich gleich da auf der Karte das rekonstruiert gehabt, ja. So, drei Fotografen, das schon. Da fahren wir irgendwann dahin, machen ein Foto, Kian 350.000 Follower, ich 60.000 fast und Pascal auch nochmal 35.000, da sind wir, ja. Und dann gehen da nochmal 20, 30 Leute hin, die auch noch ein bisschen Know-how haben, rekonstruieren das, erzählen das weiter. Ihr sagt das vielleicht noch ein paar Leuten, die ich kenne. Und in 2-3 Jahren weiß jeder, wo dieser Baum steht. Klar. So. Das heißt also, wenn du das verheimlichen möchtest, darfst du es nicht veröffentlichen. Mhm. Und da finde ich den richtigeren Ansatz, lieber eine Aufklärung zu machen, die Spots offen zu legen und einen fairen Umgang damit zu machen. Ja. Wie man sich da wirklich verhält, ja. Und zu sagen, zum Beispiel auch wirklich mal die Eier zu haben oder ne, wie auch immer, die Eierstöcke. Ja, es ist doch so, es geht auch weiter. Yeah. Auch die Eierstöcke, wie auch immer, ja. Man muss wenn sowas gendern. Ja, genau. Ja, da muss man jetzt auch mal gendern, ja. Nein.
Wir haben schon so viele Outtakes. Nein, es ist so. Und da muss man einfach mal hingehen. Und wenn es sich einfach an so einer Fotolocation jemand scheiße verhält, das dem einfach mal sagen, ja? Ja. Und da muss es halt einfach mal eine Bewegung geben, einfach zu sagen, hey, da wo du mit der Drohne rumgeflogen bist, fliegst du nicht mit der Drohne. Das ist Naturschutzgebiet, das ist ein Naturpark, Nationalpark, was auch immer, da fliegst du nicht mit der Drohne. Ja, da auch irgendwelche Instagram-Videos von einem anderen Fotografen gesehen, wo er irgendwie an den Windrädern rumgeflogen ist mit der Drohne. Da ist 150 Meter Radiosperrzone aus und da darfst du mit der Drohne nicht hinfliegen, ja. Und da sagt keiner was so, boah, geil, alles coole, cooles Video und sowas, ja. Und da muss man einfach mal knallt sagen, mach das nicht. Das darfst du jetzt nicht machen, ja. Und das ist halt so der Punkt. Bei den Windrädern juckt mich das nicht so, wenn du mit der Drohne dagegen fliegst und sehe das Windrad natürlich auch nicht, ja. Aber eben so Dinger wie, da habe ich mich auch sehr drüber aufgeregt, die Millinger Heide. Das war so ein Spot, da habe ich so 2015, da war es da morgens noch alleine. Hat jemand rumgesprochen, weil es die einzige Heidelandschaft im Südwesten ist, die da hingefahren. Und da sind die Leute mitten durch das Heidekraut gelappt, alle durchgerannt, ja. Und dann meinst du, ja, wenn ich in die Lücken reintrete zwischen dem Heidekraut und dem Sand, dann passiert da nichts. Ja, das ist abgesperrt aus dem Grund, dass die wollen, dass die scheiß Lücken zuwachsen. Wenn du immer drüber läufst, wächst dann natürlich nichts mehr, ja. Und dann posen die ja drinnen, das sind nicht mehr Landschaftsfotografen, aber hauptsächlich halt irgendwelche Instagrammer, Insta-Girlies, die dann halt irgendwie in dem Heidekraut drinnen posen. Da muss man da einfach mal irgendwas sagen, ja. Klar. Und das geht halt einfach nicht, ja. Aber also das ist das, was mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert hat, dass Kilian bei sowas mitmacht, weil er ja ganz oft so, also sehr kontra, ich habe das Gefühl, kontra Bekanntmachung ist oder auch sehr immer anprangert, wie Leute sich an Orten verhalten. Also ist da tatsächlich der Ansatz, ihr versucht aufzuklären? Ja, wir versuchen aufzuklären. Jeder veröffentlichten Location steht dabei, dass es Naturschutzgebiet ist, wenn es ist. Und es steht natürlich auch noch dabei, dass man nicht Drohne fliegen darf, wenn man keine Drohne fliegen darf. Das ist alles mit recherchiert worden, dazu geschrieben worden, ja, wie man sich dort eben zu verhalten hat. Ich glaube, Stefan, ging es wahrscheinlich bei der Frage auch eher um diese 5% an Leuten, die du halt leider immer hast, die einfach Arschlöcher, Entschuldigung, Idioten sind. Ja, das ist so. Nein, die kannst du auch nicht, denke ich, einfach nicht vermeiden. Ja. Ja. Aber also da sehe ich das Problem. Also die Idioten, würde ich mal behaupten, machen sich vielleicht nicht unbedingt die Arbeit, so eine Location zu recherchieren. Wenn sie allerdings so einfach zugänglich ist, also das weiß ich halt nicht. Ich weiß es nicht. Das Problem ist ja, diese Idioten, das sind ja auch nicht unbedingt immer Leute, die jetzt gar nicht fotografieren können oder wie auch immer oder nicht in der Lage sind, sowas zu recherchieren. Sondern das sind ja meistens auch Leute, die haben nicht so diesen Faible für die Natur an sich, sondern die wollen halt irgendwie geile Bilder machen und auf Instagram schnell bekannt werden. Yeah. So, das sind diese typischen Leute, die machen es nicht die haben nicht den Ansporn zu sagen, ich verbringe Zeit in der Natur, sondern die haben den Ansporn, ich möchte auf Instagram viele Likes bekommen. Yeah. Mir geht's aber gar nicht mal so sehr um die Fotografen, sondern ich glaube ganz oft, dass solche Orte dann auch darunter leiden, dass vielleicht Leute hingehen, die sich dort einfach nur aufhalten, aber halt leider nicht wissen, wie, dass man seine Bierflaschen zum Beispiel mitnimmt. Nimm's beim letzten Dreh von Stefan Wiesner, waren wir da oben auf dem schönen Felsen, überall liegen Bierflaschen. Ich würde das nicht so sagen, dass das nie Fotografen sind, sondern immer nur Leute, die irgendwie... Nein. Will ich auch. Also, ich will in keiner Weise pauschalisieren. Ja. Ich will nur sagen, wenn Orte quasi durch Fotografen und dann durch so ein Buch natürlich immer noch mehr an Reichweite gewinnen, kommen natürlich auch immer mehr Leute, die vielleicht gar nicht so naturaffin sind, aber sich das anschauen wollen und vielleicht... Aber das ist ein schwieriges Thema. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Andererseits kannst du auch wieder sagen, Leute, die sich nicht für die Natur interessieren, kaufen die so ein Buch. Ja, aber wir müssen auch dazu sagen, in diesem Buch ist keine Location drin, wo drinnen steht zum Beispiel, renn jetzt durchs Moor, krieg auf den Boden und fotografiere Sonnentau. Das ist überhaupt nicht drin. Das ist wirklich nur Orte drin, zu denen ein Weg existiert. Also wir haben jetzt keine wirklich Herzen von Naturschutzgebieten, wo dann da irgendein Sumpfgebiet ist oder da durchrennen uns überhaupt nicht, ne? Sondern wirklich nur, da ist ein Weg hin und auf dem Weg bleibst, safe, passiert nicht. Das sind die Orte, die wir drin haben, ja. Und auch jeder Spot, den wir drin haben, von dem aus man fotografieren kann, sind alle Spots, da laufe ich auf dem Weg hin und fotografiere das. Okay, und ich sag mal, 70%, 60% Locations sind sowieso auf Beton, Schlösser, Burgen, Aussichtspunkte, da macht das überhaupt nichts, ja. Und ich glaube, vielleicht das Krasseste, was wir so drin haben, sind so Hornisgrinde oder das Schwarze Moor in der Rhön, wo du auf dem Steg bleiben musst zum Fotografieren. Das ist aber recht ganz logisch, weil ich würde auch nicht durchs Moor laufen wollen. Das funktioniert schlecht. Ja. Also du sagst, es sind quasi alles Orte, die
nicht gefährdet sind, weil sie eine besondere Flora haben oder so, sondern es sind alles ausgeschilderte Wege, auf denen man bleibt, hoffentlich. Absolut, ja. Wo man nichts kaputt machen kann. Genau. So. Ja, okay. Also es ist alles von uns besucht. Mhm. Jeder, also keine von den Locations irgendwie zugeschickt oder sowas, und die haben alle selbst fotografiert. Wir waren also selbst vor Ort, haben uns die Zustände angeguckt, und dementsprechend ist da auch bei keiner Location irgendwie ein Risiko dabei, dass da irgendwas kaputt geht, wenn man sich daran hält. Ja. Wie gesagt, selbst auf der Hornisgrinde und im Schwarzen Moor sind weiße Naturschutzgebiete, die sehr empfindlich sind. Da gehen Wege durch, wenn du auf den Wegen bleibst zum Fotografieren, da laufen so viele Touristen rum, warum soll ich da nicht hingehen? Ja? Passiert nichts. Also das ist dann natürlich gar kein Problem. Ja. Wie ist es? Habt ihr dafür quasi nochmal was extra fotografiert für dieses Buch, oder hattet ihr das alles schon in eurem Fundus und ihr habt quasi nur noch dazu geschrieben, was es Wissenswertes dazu gibt, oder? Das meiste war im Fundus, ich sag mal so 90%. Ein paar Sachen habe ich noch fotografiert, zum Beispiel hatte ich im Nordosten, also Ostseeküste, hatte ich keine wirklichen Bilder. Da habe ich nochmal so eine Tour gefahren dort oben, dass ich auch noch ein paar Bilder in der Richtung habe, dass man so ein bisschen gleich verteilt hat. Ja, genau, aber sonst war eigentlich alles gut durchmischt in Deutschland, ja. Genau, dass wir da alles abgedeckt hatten. Und zu Kilian bist du quasi, du hast ihn gefragt, ne? Das genau, ich habe Kilian gefragt gehabt, okay. Ja. Sehr schön, cool. Ja, also das ist dein aktuelles Projekt. Gibt es sonst noch Sachen, die aktuell auf deinem Schreibtisch liegen? Ich sag mal, wir wissen es ja alle, Corona-Zeit, ja? Aber ist es ja trotzdem, man kann sich ja trotzdem beschäftigen, sage ich mal, ne? Ja, also ich bin auf jeden Fall beschäftigt. Ich darf nicht viel drüber sagen. Ich habe dafür ein NDA unterschrieben. Es wird die ultimative Wettervorhersage-App für Fotografen kommen. Ah, du hattest schon mal bei Nicolas Alexander Otto im Podcast vor drei Jahren drüber gesprochen. Wir sind jetzt soweit, dass wir die ersten Daten darstellen und visualisieren auf unserer tollen Karte, dass das alles super funktioniert soweit. Jetzt genau so, weil das ist jetzt der aktuelle Stand. Ja, also, und dann schauen wir, wie das weitergeht. Das ist so das nächste große Projekt. Und dafür hoffe ich, dass ich auch einfach mal ein Stipendium bekomme, weil damit ich mich einfach mal 100% darauf konzentrieren kann. Also ich gucke, ob das, dass ich auch das noch bekomme, das ist so der nächste Plan. So ein Gründerstipendium halt für Uni-Abgänger. Dann natürlich noch ein paar andere Ideen, die ich leider nicht sagen darf. Oder nicht sagen kann, ja. Sonst denkt die sich ja noch irgendwann anders und macht das noch. Ja, natürlich ganz Workshops wird es weiterhin geben, Fotoreisen, ja. Dann habe ich mit Radomir Jakubowski von Naturfotocamp, habe ich jetzt dieses Mentoring Naturfotografie. Das machen wir gerade so den letzten Feinschliff noch. Da geht es darum, dass wir monatlich sozusagen über ein Jahr hinweg jemanden beibringen zu fotografieren. Wir haben Monatsaufgaben für alle verschiedenen Gebiete der Naturfotografie, ja, ich mit der Landschaftsfotografie, Wetterfotografie, eher mit der Tierfotografie und Pflanzenfotografie, Makrofotografie, und dann halt wirklich jemanden um ein Jahr hinweg das beizubringen. Da gibt es dann ein Webinar dazu, einmal im Monat, da wird die neue Monatsaufgabe ausgegeben und da kann man sich in einer kleinen Community zusammentreffen, die sozusagen Online-Community, die dann alle die gleiche Fotoaufgabe im Monat hat, und dann gibt es Bildbesprechungen dazu. Das werde ich auch noch für Storm Chasing rausbringen. Das heißt also, man kann mit mir begleitet durchs Jahr gehen, Storm Chasing machen, also nicht mit mir mitfahren. Das ist immer das Problem gewesen, ja. Ich entscheide Mittwochabend, dass ich donnerstags morgens nach Bayern fahre zum Storm Chasing. Ja, da hat keiner Zeit dafür. Und jemand, der in Berlin hockt, der kann jetzt nicht einfach mal nach München kommen oder sowas. Und da war halt dann die Idee, da einfach diese Vorhersagen beizubringen, wo muss man wer wohin fahren, das sowas, das ist noch zum diese Techniken halt beizubringen. Ja, da wird noch viel dazu kommen von den Online-Sachen. Videotutorials sind die Drehbücher, in Anführungszeichen, wie man auf Drehbuch auch nennen kann, fertig. Ich muss nur mal die Zeit finden, das endlich zu machen, zu den ganzen, allen möglichen Wetterphänomenen. Das wird auch so sein, ich habe ja, dadurch, dass ich so viele Wetterphänomene fotografiert habe, so ein riesen Archiv an Tagen, an denen die Wetterbedingungen gut waren. Und da entsprechend kann ich als Aufgaben dazu stellen, das mal zu recherchieren. Und das wird auf jeden Fall ein sehr interaktives Videotutorial dazu rauskommen zur Wettervorhersage für Fotografen. Ja, das sind so die Pläne großen Pläne für die Zukunft. Ja. Okay. Muss ich aber echt sagen, wenn ich das alles so höre, du bist
sehr projektorientiert und vor allem auch viele Projekte. Also geschäftstüchtig bist du auf jeden Fall. Ne? Also man merkt, dass du sehr kreativ bist in deinen Ideen, die du hast, und dass du auf jeden Fall genau weißt, wie du, sag ich mal, deine Selbstständigkeit auch wirklich umsetzen kannst, vernünftig umsetzen kannst. Ja, ich glaube, das ist so, das ist richtig einfach ein als im Grundprinzip so. Also als Unternehmer oder jeder, ich war selbstständig, bin ich einfach ein Unternehmer, ich habe nur eine einzige Berechtigung, wirtschaften zu dürfen oder Geld für das Wirtschaften zu bekommen, und das ist, anderen einen Mehrwert zu bieten. Das ist ja das, wofür ich Geld verlangen kann. Das heißt, ich muss einfach gucken, wie ich mit Projekten als Fotograf in irgendeiner Weise anderen Leuten einen Mehrwert biete, und dann kann ich damit Geld verdienen. Das ist ja so die Urart und Weise des Wirtschaftens, ja. Und ich denke, dass ich das ganz, ganz gut so verstanden hatte, und ich habe halt, wie gesagt, auch einfach keine Lust auf einen normalen Job, also musst einfach ranklotzen, ja. Weil dieser Traum von, ich fotografiere als Landschaften und ich werde dafür irgendwie bezahlt, der existiert halt für 10 Leute vielleicht in Deutschland, ja. Die wirklich sagen können, ich mache jetzt nur Fotografieren, also ich fotografiere als Landschaft, nehme dieses Bild und kriege dafür von irgendjemandem Geld. Das ist einfach ein Traum, das leben nur die wenigsten in Deutschland oder von den Naturfotografen. Ja. Das stimmt, ja. Ja, das war früher mal anders, aber durch die Zeit jetzt ist es halt... Hat sich halt vieles verändert. Deutlich schwieriger geworden, ne? Von der Fotografie zu leben. Ja, ich muss halt auch dazu sagen, logischerweise, im digitalen Foto und Stockfotografie, irgendwann ist einfach mal alles fotografiert. Ja. Du brauchst nicht das 500.000. Foto vom großen Aber im Bayerischen Wald. Braucht keiner. Die Tourismusbehörde nicht, niemand braucht das. Das muss man einfach mal zusagen. Ja. Das stimmt, ja. Fotografie noch mal kurz zu sprechen zu kommen. Jetzt haben wir so viel über dein Business geredet irgendwie so. Nachdem du ja hauptsächlich deinen Fokus tatsächlich aufs Wetter legst, frage ich mich immer, wie ist es bei dir? Also wenn ich irgendwo hinfahre, dann fahre ich meistens an eine Location. Klar gucke ich so ein bisschen aufs Wetter. Mhm. Aber ich weiß, ich will vielleicht morgen hier im Bayerischen Wald auf dem großen Aber stehen, und dann habe ich halt auch nur zu diesem Zeitpunkt vielleicht Zeit und fahre dann einfach mal hin und hoffe, dass es irgendwie gut ist. Bei dir ist es wahrscheinlich so, du hast die Locations und planst eher nach dem Wetter, wo du hinfährst, nehme ich an. Ist es bei dir andersrum, oder? Genau, also ich habe diese riesengroße Auswahl an Locations, eben, wo jetzt dieses Buch Vor der Tür auch mit hier zusammen raus entstanden ist, und ich habe den wenigsten Teil dieser Locations fotografiert mit den perfekten Bedingungen, aber ich fotografiere immer wieder eine mit den Bedingungen, die ich halt dafür haben möchte. Mhm. Und wenn ich eben diese Riesenmenge an Locations habe, dann kriegt man eigentlich immer irgendwo in irgendeiner Ecke die perfekte Conditions, und die muss man halt in dem Moment finden. Mhm. Und dann fahre ich halt dahin, ja. Das lohnt sich auch viel mehr, weil ich habe auch ehrlich gesagt, Ich würde das, finde ich, irgendwie stören, wenn ich nicht die perfekten Bedingungen habe. Ich habe da gar keine Lust drauf. Also ich bin da echt... Okay. Also ich sage das auch immer wieder, ich bin nicht Landschaftsfotograf, ich bin wirklich der Wetterfotograf. Mhm. Mich motiviert das Wetter, das zu tun. Ja. Ich kann Landschaftsfotografie, das ist kein Problem. Klar, Wetterfotografie ist auch gleich genau der gleiche Bildaufbau natürlich, ja. Aber ich würde nicht ohne Wetterphänomen irgendwo hinreisen. Okay. Geht da so ein bisschen die Romantik verloren? Also ich habe immer so ein bisschen dieses romantische Verhältnis zur Landschaftsfotografie. So, ich fahre dahin und lasse mich dann quasi auf die Bedingungen und die Landschaft irgendwie, versuche ich mich einzulassen, egal was da passiert. Klar, wenn jetzt total grauer Himmel ist und das einfach total trübe Suppe ist, dann scheiße, klar, da kommt bei mir auch nichts raus. Aber irgendwie hat man ja immer so die Hoffnung, wenn ich jetzt noch 5 Minuten warte, dann passiert irgendwas. Und manchmal passiert ja tatsächlich was. Und das sind dann diese ganz großen Momente, für mich zumindest, die du ja wahrscheinlich auch hast, aber halt anders, weil du sie besser vorhersagen kannst. Ja, ich glaube, ich sag mal so, ich glaube, Leute, die Mathe, Physik, LK machen und sich für Physikstudium zu entscheiden, sind keine Romantiker. Ich bin absolut kein Romantiker. Ja. Okay. Das ist einfach so, und ich glaube, mir macht das einfach Spaß, diese Vorhersagen, diese Physik, was da hinten dran alles passiert, was da zu gucken, was in der Natur passiert, aus dieser eher wissenschaftlichen, also diesem wissenschaftlichen Ansatz. Das fasziniert mich so extrem, dass ich es mag, diese Momente auf den Punkt zu bringen, sozusagen mit der Vorhersage, so richtige Nebel oder ein richtiges Motiv zu haben, ja, dass das mega geile Abend droht oder die perfekte Gewitter. Also das ist halt so das, was mich dann wirklich daran halt einfach reizt. Mhm. Okay, cool. Wenn du jetzt sagst, du hast 1500 Locations, so in Deutschland. Wir reden ja nur von Deutschland, ne? Ja, ja.
Jetzt mal meine Frage, warst du schon an all diesen Locations oder hast du die teilweise auch im Internet recherchiert und hast gesagt, okay, das ist auf meiner Liste drauf, das ist, will ich irgendwann mal machen, aber und dann die, im Anschluss die Frage, wie oft bist du in der Woche fotografieren, um dieses Pensum zu schaffen? Also tatsächlich richtet sich nach dem Wetter, wenn jetzt im Sommer, keine Ahnung, im September irgendwie Sommer bis September 6 Wochen lang Hochdruck ist, ohne irgendein Wölkchen, irgendwas, was passiert am Himmel, dann bin ich nicht unterwegs. Wenn jetzt im Herbst 2 Wochen lang Regenwetter ist, bin ich auch nicht unterwegs. Ja, also es gibt Zeiten, wie jetzt zum Beispiel, wo es jetzt die letzten Wochen immer wieder Nebel gab, da bin ich so oft unterwegs, wenn ich so viel fotografiere, dann gibt es Zeiten, wo ich halt gar nicht fotografiere. Also das ist dann wirklich davon abhängig zu machen, ja. Und diese 1500 Locations, warst du da überall schon? Achso, nee, natürlich nicht. Also das ist immer so, man entdeckt was, man sieht irgendwas bei Instagram oder sonst wo und sagt so, boah, das ist jetzt, sieht jetzt irgendwie cool aus vom Blickwinkel, da kann ich mir das und das mit vorstellen und dann trage ich mir das auf die Karte. Also das kann wirklich, keine Ahnung, irgendeine Dorfkirche in Bayern sein, die halt von irgendeinem Hügel aus fotografiert, das bei Nebel geil aussehen könnte, ja. Und dann irgendwann, wahrscheinlich nie, wird, also das ist so, ja, wahrscheinlich nie, aber die Menge an Locations, die man halt zur Verfügung hat, macht das halt aus. Dann kann man halt dadurch immer was fotografieren und immer irgendwo gute Conditions finden. Ja. Und wie machst du das dann generell so von der Auswahl? Also ich gehe mal davon aus, dass du Google nutzt für deine Karten und also für die Locations zumindest. Ja. Gehst du dann einfach, sagst du dann, okay, ich habe heute, also heute sieht das Wetter irgendwie in der Region gut aus und dann öffnest du die Karte und guckst einfach dir jede Location in der Region dann an und sagst, das sieht cool aus und das kann ich mir vorstellen? Oder wie selektierst du da? Ich glaube, das meiste davon habe ich im Kopf. Also ich habe wirklich eine Nameless Google Maps Karte. Ich habe dann 1500 Ortsmarkierungen, dass ich weiß, dass da was ist und ich weiß dann von jeder Ortsmarkierung, was das ist. Und ich weiß auch, wann und wie ich das fotografieren möchte. Das habe ich immer im Kopf. Das heißt, es ist genau so, ich gucke auf den Wetterkarten, sehe so, ja, hier Bayerischer Wald, hier ist irgendwo Nebel in dem Gebiet, ja, wie hoch ist denn ungefähr, ach, okay, ah, da habe ich mal irgendwo ein Motiv gehabt, dass irgendeine Kapelle, die das irgendwie halt eben rausguckt auf den Berg, die gucke ich mal raus, wo war die, ah, die ist so 500 Meter, oh, das könnte klappen, kann ich mal hinfahren. Also das ist so schon so das Prinzip, nach dem ich dann arbeite. Okay. Cool. Da würde ich gleich eine Zuschauerfrage anhängen. Ja. Der Alexander Otto, unser lieber Kollege, der hat nämlich gefragt, wie hoch deine Trefferquote ist, beziehungsweise gar nicht mal, wie verlässlich deine Vorhersagen sind, sondern wie verlässlich sind die Daten, auf deren Basis du diese Vorhersage machst. Also ist es, kann man da irgendwie eine Wahrscheinlichkeit sagen, 90%, 95%? Also meine Trefferquote für Nebel ist sicherlich 90%. Okay. Bei Gewittern sage ich mal so 60-70%. Mhm. Abendrot, Morgenrot auch sicherlich 90%. Ja, also das ist so Schnee 100%. Das ist recht einfach. Ja. liegt oder liegt nicht. Genau, und das ist das zu sagen, aber das ist nur die Wettermodelle, ist schwer. Also viel davon ist natürlich eine gewisse Erfahrung, mhm, die mit reinspielt. Es gibt nicht nur ein Wettermodell, es gibt verschiedene Wettermodelle. Es gibt zum Beispiel auch, Das ist so viel Wissen, dass ich gebe das, sage ich mal, 70% davon kann ich in einem Webinar weitergeben. Ich werde in den Tutorials noch mal mehr weitergeben, weil dann kann man sich wirklich, ich kann 6-10 Stunden Video-Tutorial nur über Nebel machen, ja. Weil dann geht es dann, welche Wettermodelle funktionieren, da Abgleich zum Beispiel zu machen. Wenn ich morgen früh Nebel fotografieren gehen möchte, zum Beispiel jetzt dieser Hochnebel, der überall hängt, da kann ich zum Beispiel abends gucken und sagen, okay, ah, das Wettermodell hat momentan zum jetzigen Situation die beste Übereinstimmung mit dem Nebel, wie er jetzt gerade ist. Okay. Dann kann ich also davon ausgehen, dass es auch morgen früh am genauesten sein wird, weil es sozusagen die Ist-Situation am besten vor begriffen Ort, hat. Ja, okay, ja. Und das sind einfach so riesen Dinge, das sind so viele kleine Details, die man da eben wissen muss, ja, da muss man dann 10 Wettermodelle miteinander vergleichen und kann dann sagen, okay, ja, das passt oder halt auch viel Ortserfahrung, so ich darf zu sehen, so okay, das eine Wettermodell hat irgendwie ganz viel Nebel drin, sagt aber irgendwie -3 Grad, das ist aber irgendwie +1 Grad, das kann also auch irgendwie schon was nicht stimmen, dass da was das falsch ist, ja. Okay, das heißt, du hast einfach auch sau viel Arbeit, überhaupt mal an die wirklich verwertbaren Daten zu kommen, weil du vergleichen musst und so weiter und so fort, ja, oder? Genau, also du musst, ja, also das, die Daten alle frei zugänglich, aber du musst halt irgendwie gucken, diese Verknüpfung zu machen und das ist halt sehr viel Übungsfrage einfach. Okay, ja. Erfahrung, alles klar. Und sowas bringst du ja den Leuten dann auch bei.
Genau. Also du hast, habe ich jetzt auch gesehen, da auch wieder der Krise geschuldet, das Ganze auch so ein bisschen auf online umgestellt. Du hast jetzt, bietest jetzt auch Webinare an. Da muss ich mich kurz aufregen, das wollte ich so oder so machen. Das Schöne ist jetzt aber, wunderbar, das wollte ich, ich habe ja letztes Jahr, ich habe letztes Jahr 2019 60 CP im Semester gemacht und genug Umsatz davon, gut leben zu können. Und jetzt dachte ich so, wunderbar, jetzt kann ich endlich mal Umsatzsteigerung machen, noch ein paar mehr Ideen umsetzen, endlich mal wirklich was verdienen, ja. Und jetzt verdiene ich genauso viel im letzten Jahr, obwohl ich 200% mehr reingesteckt habe als letztes Jahr und krieg dafür gar nichts, obwohl ich 50% Umsatzausfall sozusagen habe, weil alles weg ist. Ja, das ist also, ja, genau, also so viel dazu. Aber wenigstens verdienst du noch so viel wie im letzten Jahr. Ja. Es gibt andere Leute, die verdienen deutlich weniger. Ja, aber das ist auch schon dem Webinar geschuldet. Das war jetzt nichts, was ich jetzt, sage ich mal, so eine Corona-Geburt. Also das war schon... Klar. Corona-Geburt. Ja, so eine Notgeburt, dass du irgendwie Geld verdienst. Ich weiß es nicht, ja. Ja, ja. Aber trotzdem bietest du es an. Ja. Ne, das ist ja Fakt. Da können, wie viele Leute können da teilnehmen? Ich mache das mit 40, ich werde es das nächste Mal mit 50 Leuten probieren, weil die Nachfrage extrem groß ist. Ich ist ein Termin, der nächste ist ja zwischen den Jahren. Da werden dann viele Leute Zeit haben, 28, 29, 12. Da möchte ich dann mehr anbieten, weil ich kann natürlich auch jeden Abend Webinar machen. Also die Nachfrage ist schon sehr groß momentan. Ja. Mhm. Und gibt es im Januar auch schon Termine? Im Januar habe ich am 14. und 15. Januar habe ich dann da Termine. Okay. Also ich würde dann so eigentlich jeden Monat dann mal so ein Webinar anbieten. Das wäre ja jetzt, wenn ihr da Interesse dran habt, für euch dann auch interessant, weil der Podcast wird im Januar Anfang Januar rauskommen. Ja. Das heißt, wenn ihr Mitte Januar Bock und Zeit habt, dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen beim Bastian. Was kostet der, das Webinar? Der kostet 100 €, das sind 6 Stunden. Aber das könnt ihr euch übrigens auch als Aufzeichnung holen, das ist auch gar kein Problem. Ich sag mal so, ich kann das mit 40 Leuten deshalb machen, weil ich es so gut erkläre, dass keiner Fragen stellt. Nein, das ist so, ich krieg keine Fragen gestellt, das ist das Wichtigste, ja. Weil keiner was kapiert hat. Nein, Spaß. Genau. Was hat er gesagt? Es gibt immer zwei Gründe, Leute keine Fragen stellen, weil sie es nicht verstanden haben oder weil sie alles verstanden haben. Ja. Das musst du immer so aussuchen. Ne? Nein, also deswegen funktioniert das auch. Und wer möchte, kann sich auch die Aufzeichnung holen. Und wenn er noch Fragen hat, der kann mich gerne anrufen. Telefonnummer steht auf der Seite. Okay. Marco Fono bitte nicht. Verlinken wir alles natürlich unter dem Video, da könnt ihr gleich mal reinschauen. Und das Schöne ist ja jetzt auch, und die Zuschauer unter euch, die Patreon-Mitglieder bei uns sind, die uns also auch monetär monatlich so ein bisschen unterstützen. Das ist ja jetzt heute die erste Folge, wo es diese Benefits, diese Vorteile, mir ist das deutsche Wort gerade nicht eingefallen, peinlich. Benefits, aber passt. Diese Vorteile, die ihr durch die Patreon-Mitgliedschaft quasi habt, die finden heute das erste Mal statt. Und der erste große Vorteil ist nämlich, dass wenn ihr die Gold-Mitgliedschaft habt, dann gibt es in der Verlosung ein Webinarplatz bei dir zu gewinnen, im Wert von 100 €. Ja? Und noch das Buch vom Rheinwerk Verlag, das Fotografie mit Wind und Wetter. Und noch das Buch mit dazu, das heißt, wir haben einen Gesamtwert von 140 €? Ja. Ist das richtig? Kriegen wir dann noch ein Autogramm dazu? Ich kann das auch unterschreiben. Das, ja, dann sind wir bei 500 Euro mindestens. Also ihr müsstet theoretisch, wenn ihr in der Verlosung teilnehmen wollt, Goldmitgliedschaft Patreon machen. Das kostet 9 € im Monat und könnt dann aber im Wert von 140 € bzw. 500 € gewinnen. Also wenn ihr da Bock drauf habt, uns ein bisschen zu unterstützen, wäre natürlich super. Dann können wir den Podcast auch weiterführen. Übrigens 10% aller Einnahmen von Patreon spenden wir weiter an Umweltorganisationen, damit wir der Umwelt auch noch ein bisschen was Gutes tun können. Regenwaldaufforstung oder je nachdem, was wir noch finden. Wir müssen uns noch ein bisschen genauer Gedanken machen, was wir dann gesammelt quasi mit dem Geld machen. Genau, aber wir werden natürlich nicht jeden Centbetrag einzeln jetzt überweisen, sondern wir machen das vielleicht ein, zwei Mal im Jahr, dass wir dann eine größere Spende machen. Genau. Da werden wir euch auf jeden Fall auch drüber auf dem Laufenden halten. Und außerdem gibt es schon bei der Silbermitgliedschaft für 6 € im Monat, um jetzt mal ein bisschen Werbung weiterzumachen, der Bastian wird nach dieser Podcast-Aufzeichnung noch eine weitere Aufzeichnung machen, wo er ein kleines Tutorial aufnimmt. Weißt du schon, was du da machen wirst? Ja, ich werde einen 10-Minuten-Schnell-Crash-Kurs machen, wie ihr in 10 Minuten Nebel vorhersagen könnt. Ziemlich zufällig. Cool. Sehr geil. Sehr geil. Also da hole ich mir doch gleich die Goldmitgliedschaft. Weil wir auch tun, weil holt euch Patreon-Mitgliedschaft, gucken, was ihr für Stühle damit gebracht habt. Ja? Da kann ja nicht mal richtige Stühle da stehen. Ja. Ja, so ist das. Also. Nein, aber schön, das freut uns sehr und ich denke mal, das ist auch eine sehr, sehr coole Verlosung und auch ein sehr, sehr cooles Gimmick, dass dieses Tutorial dann sich dann im Nachgang
noch anzuschauen. Und vielen Dank an dieser Stelle an alle diejenigen, die jetzt schon Patreon-Mitglieder sind. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Richtig, genau. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Es freut uns und bedeutet uns wirklich viel, weil wir machen den Podcast echt gerne. Ja. Wir machen immer was Cooles, frieren uns den Arsch ab hier. Es ist wirklich so. Also wir können uns dabei zugucken. Aber es macht auch verdammt viel Spaß. Also. Ja. Noch ist okay. Noch ist okay. Du hast noch ein paar Zuschauerfragen, oder? Ich habe tatsächlich, eine haben wir ja gerade quasi schon mit einfließen lassen. Grüße an Alex. Der hat noch eine zweite Frage gestellt. Der hat noch eine zweite Frage gestellt. Wann geht ihr endlich wieder zusammen auf Tour, wollte er wissen. Aber das kannst du ihm auch mal privat noch beantworten. Ich kenne da so einen Konzern in Mainz, der heißt BioNTech. Da kannst du mal fragen, weil ich kann so die Impfung ein bisschen beschleunigen. Dann können wir gerne wieder auf Tour gehen. Ja, und dann hatten wir noch eine Frage von der Miriam, die zufällig meine Mitbewohnerin auch noch ist. Hat mir auf Instagram geschrieben. Sie würde gerne wissen, ob du während deiner Wetterfotografien auch mal irgendwie richtig in die Scheiße geraten bist. Also gab es mal eine Situation, wo du dachtest, oh no. Ich bin tatsächlich richtig in die Scheiße geraten. Ja? Ich bin in den Niederlanden, die haben ja so Drainagen, Entwässerungsgräben zwischen den Feldern. Und wenn da so Gras drüber wächst, dann siehst du die nicht. Die sind so 50 cm breit, aber sautief. Oh nein. Dazwischen drin stehen Kühe. Das ist quasi einfach nur so eine Art nicht fließendes Biotop auf Kuhkacke und Pisse. Oh. Ja. Und, ne? Und da bin ich tatsächlich reingefallen beim Stormchasen. Da war es eine Gewitterzelle drüber. Da ist eine Gewitterzelle und ich so eine Kamera über diesen Acker gesprintet. Boah, geil, Gewitterzelle hinten, Vordergrund. Ich renne so hin und sehe auf dieser Kuhweide, die einfach nur eine Wiese ist, diese 50 cm Drainage nicht und fall komplett rein. Ich war bis hierhin nass. Nein. Mit Schlamm. Kamera auch kaputt? Nein, die Kamera habe ich hochgerissen. Okay. Ich bin so reingefallen. Ne? Aus der Jauchegrube schaut die Kamera. Das ist der typische Fotografen-Move, ganz ehrlich. Ja. Ich hatte das auch einmal, da war ich in Island mit Daniel Chong. Und der Daniel Chong, der, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist ein ganz bekannter Dubai-Fotograf. Der ist bekannt geworden durch Dubai. Und der, wir waren in Island zusammen und wir waren an dem Strand. Wie heißt denn diese Location da? Rennis Dranka. Nee, Ice Beach, Black Ice? Nee, das ist das andere, glaube ich. Rennis Ferrer. Ja, ich kenne das. Oder Rennis Dranka? Also der mit den Felspenügeln. Ja, genau. So, und da sind ja relativ große Wellen auch. Ja. Und Daniel war der Meinung, naja, wenn man ein bisschen weiter ins Wasser reingeht, dann kriegt man so schöne führende Linien, wenn man das so ein bisschen in der Langzeitbelichtung dann macht. Ja, und dann kam irgendwann die ganz große Welle. Und es gibt tatsächlich, vielleicht finde ich es noch, dann können wir das einblenden. Es gibt ein Behind-the-Scenes-Foto, genau im richtigen Moment abgedrückt, wie Daniel wirklich bis hierhin von dieser Welle verschluckt wird und er reißt auch nur noch in dem letzten Moment seine Kamera mit dem Stativ so hoch. Mhm. Er war selber komplett unter Wasser und wir waren im März, das war richtig kalt. Boah, shit. Das war richtig, und der war wirklich komplett von oben bis unten nass. Ja. Und du warst voller Scheiße. Ja, also aber dieser Move offensichtlich, die Kamera so hochzureißen, voll der Automatismus. Das scheint so ein Fotografen. Aber so richtig, wo ich jetzt gesagt habe, ey, das ist jetzt echt, hatte ich jetzt eigentlich noch nicht gehabt. Also das ist eigentlich immer. Naja, sprichwörtlich warst du schon drin. Ja, genau, aber so wirklich, wo man sagt, so das keine weiß. Blitzeinschläge oder so. Ja, das ist ja normal, aber. Das aber nicht auf dein Auto ich, oder so. Das will ich nicht. Ich sage, das ist eigentlich mal Berufsrisiko, das ist normal, aber sage ich mal so wirklich in die Scheiße, wie so ausweglos oder sowas, wo so, oh, das ist jetzt gerade mal gut gegangen, habe ich jetzt zum Glück noch nicht gehabt. Also. Und irgendwie blöde Situationen bei Stürmen mit umfallenden Bäumen oder? Tatsächlich immer rechtzeitig in Sicherheit gewesen. Das Einzige, was ich mal war, beim Stormchasen 2019, da war es so einzelne Superzellchen, die sind auf uns zugezogen und dann haben die irgendwann gedacht, so, ja, ich mache jetzt mal so eine Linie. Und da war es so eine geschlossene Front, so Superzelle an Superzelle an Superzelle an Superzelle mit einer Shelf Cloud vorne dran. Du konntest also, wir hatten auch kein Internet, also du konntest nur raten, wo jetzt das Rotationszentrum für diesen Superzellen ist, die Wall Cloud. Du hast ja auch nicht gesehen. Und dann sind wir so gefahren und dann auf einmal meinte so mein Fahrer meint dann also oder unser der Danny, also unser Fahrer meint auf einmal so, Bastian, kannst du wieder was sagen? Das macht mich nervös und auf einmal auf was zu reden, weil ich einfach auch gar nicht wusste, was ich jetzt tun sollte, weil du hast nur so gemerkt, so der ist auch nicht mehr, der hat das Lenkrad so gehabt im Auto. Und du hast nur, ich habe noch nie in meinem Leben so schnelle Wolkenfetzen gesehen. Die sind wirklich, du konntest aus der Windschutzscheibe zugucken, die sind so über die Straße gezogen. Oh, leck. Und dann kam er auf einmal so rum. Du kamst wie die andere Richtung, so 20, so 200 Meter weiter, so, oh, fick. Und dann sind wir, glaube ich, ist genau die Wallcloud über uns drüber gegangen, ja. Und das war so, da war zu viel Regen aus und es hat kein Tornado mehr gegeben, das war schon das Rotationszentrum von dem Ding und da war richtig, richtig Windstärke drin, ja. Puh. Das war schon. Ja, wenn so, du schon so mit dem Lenkrad irgendwie am Gegenlenken bist. Ja, genau. Also, ja, das war schon
ja, aber da kann man, das ist so, ich meine, da kannst du nichts mehr machen, du kannst auch nicht mehr wegfahren, weil du kannst irgendwann, passiert das so schnell und so schlagartig, so kurze Zeit, da kannst du nicht mehr drauf reagieren, ja. Und wahrscheinlich ist es da dann auch schlauer, einfach stehen zu bleiben und das auszusitzen, oder? Das ist so die Frage. Also wir sind dann gefahren, weil ich gesagt habe, okay, fahren wir lieber nach Norden. Weil es meistens so, dass die stärksten Superzellen im Süden immer sind, weil die warme Luft anzapfen. Wir so, okay, jetzt haben diese Front, jetzt fahren wir lieber nach Norden. Da war vorher schon mehr normaler, in Anführungszeichen, Landregen. Das ist wahrscheinlich geringer gewesen. Okay. Das hatten wir gehabt. Ihr habt uns ja, wie in jeder Folge, wieder Bilder geschickt. Vielen Dank dafür. Speziell diesmal für Basti. Und ihr kriegt jetzt ein bisschen Feedback von uns, würde ich genau. sagen. Genau, lass uns einfach mal anfangen mit dem ersten Bild. Ich gebe dir das einfach mal so hier in die Mitte. Und ja, die Zuschauer würden einfach interessieren, was der Wetterprofi Bastian Werner zu solchen Fotos sagt. Beziehungsweise, da geht es jetzt wahrscheinlich nicht nur um Wetterfotos, sondern generell auch um den Bildaufbau, Komposition und so weiter. Nein, ich finde das Bild super. Man könnte aber, ich hätte ein bisschen mehr Drama reingemacht, das ist natürlich immer ein persönlicher Gusto. Finde ich sehr cool. Ich weiß nicht, ob ich mich gegen oder für diesen Vogelschwarm da rechts entschieden hätte. Ich glaube, ich hätte ein Bild genommen, ein späteres Bild, in welche Richtung fliegen die Vögel. Ich glaube, die fliegen von links nach rechts, das ist natürlich blöd. Das ist natürlich schwierig, er hätte wahrscheinlich früher reagieren müssen, der Fotograf. Aber das ist natürlich immer schwieriger, so Vogelschwärme, die plötzlich auftreten, dass sie leer beim Leuchten und bei diesen Schafen sind. Das könnte man ja auch im Nachhinein vielleicht ein bisschen verschieben. Man könnte das natürlich, wenn man das möchte, könnte das rüber verschieben, würde ich jetzt auch nicht machen, aber man könnte. Man könnte, genau. Dann wäre das sozusagen noch ein bisschen zentraler, weil ich gucke so auf die Leuchte, auf die Schafen, das sind die Vögel, die sind so weit rechts, aber das ist hier auch Jammern auf hohem Niveau. Soll ich einfach wischen? Aber die Stimmung finde ich sehr, sehr geil. Und ich finde es auch cool, dass es so gedrittelt ist, ne? Dass du sehr viel Himmel hast. Es ist sehr beruhigt dadurch. Ja. Also finde ich sehr, sehr cool. Ich finde es auch sehr gut. Also deswegen ist es hier keine große Kritik. Mhm. Alles klar. Das ist irgendwo im Pfälzerwald. Welcher Felsen ist das? Na, fällt der Name jetzt nicht an, aber ich weiß nicht, welcher Felsen das ist. Finde ich gut vom Bildaufbau her. Das Morgenrot ist natürlich fantastisch, aber hier hätte ich jetzt nur ein bisschen Kritik an der Datei verarbeitet. Ich finde, der Himmel wirkt sehr wie ein Gemälde. Das liegt aber auch daran, dass man sieht im Abendrot, da sind sehr viele Farbabrisse drin. Auch sieht man unten die helleren Bereiche, dass das irgendwie ein bisschen ausgefressen ist. Also vom Komposition sowas gar kein Problem, aber wenn man es jetzt darum gehen würde, das Bild sagen, nach der Dokumentationsechtheit zu bewerten. Und dann haben wir auch so ein bisschen so eine Kontrastumkehrung. Der Fels und die Bäume sind so hell wie die Wolken. Was keinen Sinn macht. Das Licht kommt ja von den Wolken oder vom Himmel oben. Ne? Das heißt also, man müsste ja eigentlich den Vordergrund ein bisschen dunkler machen, den Kontrast ein bisschen rausnehmen, dass man die Tiefen dann nicht verliert, dass der Vordergrund nicht heller ist als der Himmel, weil sobald man dieses Problem hat, wirkt das immer unecht, weil wir wissen ja von unserem Auge, okay, dass das Licht kommt vom Himmel, ist aber jetzt irgendwie hier so ein bisschen falsch. Das würde ich ändern, aber ansonsten auch hier von der Komposition und sowas, vom Wetterphänomen, ist natürlich hier... Kannst du das mal ein bisschen drehen? Das ist natürlich hier... Ah, jetzt okay, genau, jetzt sehe ich es auch. Genau, das ist die Farbe, das ist irgendwie die Datei, die Farben sind irgendwie ein bisschen... Die sind ein bisschen krass, ja, das stimmt. Das ist irgendwie Farbabrisse, genau. Ja, das ist ein Klassiker, ne? Ja, das ist ein Klassiker aus dem Pfälzerwald und ich ziehe den Arm. Jetzt ist die Frage, ob das ein Kursteilnehmer von mir gewesen ist oder von meiner Fotoreise oder der Florian Horsch, dem wir abends auch getroffen haben, so die einzigen Fotografen, die da waren. Ich glaube, das ist er. Ich habe den Namen auf jeden Fall gelesen. Dann ist es von Florian, genau. Ja, von der Komposition ist er super. Das Einzige, was ich hier noch gemacht hätte, ich hätte diesen ganz kleinen Ast, der da oben so an diesen Teufelstisch so ranragt, den hätte ich weggestemmt, dass da so eine kleine Lücke noch dazwischen ist. Da ist dieser Baum, berührt so ganz bisschen oben noch diesen Teufelstisch. Ja, das ist so keine Lücke dazwischen. Und das würde ich noch berühren. Ansonsten. Da bräuchte ein bisschen Luft zum Atmen. So. Genau, ja. Farbe, Belichtung, ist das alles super. Ich hätte vielleicht den Vordergrund noch einen Ticken dunkler gemacht. Da ist mir der Vordergrund auch so ein bisschen zu gleich hell wie der Himmel. Ich glaube, ich den Vordergrund einen Ticken dunkler gemacht. Ja. Ich sehe auch wieder diese Lichtumkehr, dass der Himmel, dass der Vordergrund so hell ist wie der Himmel. Das keinen Sinn macht, weil der Vordergrund eigentlich Schattenseite ist. Also da, wo ich den Vordergrund will ich ein bisschen dunkler noch machen.
In dem Fall hätte es mir, glaube ich, sogar ganz gut gefallen, wäre man vielleicht, weil im Himmel ja nicht so wahnsinnig viel passiert. Das ist oben links im Bild passiert halt so wahnsinnig wenig und der rechts, der Baum, der ist so, also ich, meine Überlegung wäre gewesen, ob man vielleicht an das Ganze noch ein bisschen näher rangeht und vielleicht einen Ticken mehr vom Himmel noch wegnimmt und dann die Perspektive eher noch einen Tick nach unten shiftet. Aber schwierig, ich war ja, noch nicht da. Da hat man die Wurzeln nicht draufgekommen. Also der Baum ist schon recht groß gewesen. Also ja. Wenn du weiter vorgehst, hast du halt keinen Vordergrund mehr. Da hast du ein bisschen Felsen, okay. Hier hast du diese eine Wurzelreihe. Klar, es ist natürlich immer eine Frage, wie ist es vor Ort, ne? Ja, ja, das ist natürlich, ja, bin ich neidisch, hätte ich auch gerne. Ich habe so eine andere Perspektive, das ist natürlich mega perfekt im Abendlicht, also Abendlicht passende Nebel. Das war wahrscheinlich die letzten Tage irgendwann, wo ich mich irgendwie nicht dazu durchgedrungen habe, nochmal dahin zu fahren, so Burg Trifels. Also ich vermute, dass es irgendwie die letzten Tage war, so vom Blätterstand und von der Nebellage. Ja, absolut perfekt, also richtig belichtet, stimmt alles, also da würde ich nichts dran ändern, finde ich ein super Foto. Auch Komposition ist schön, wie es da so drin schwebt, ja, ne? Absolut, also auch richtig Moment abgepasst, wo die Nebelwelle nochmal so ein bisschen da hochgegangen ist an der Burg. Ja. Ich glaube, ich habe was gefunden. Guck mal. jetzt habe ich noch was gefunden. Ich hätte rechts vom Bergfried guckt ein Baum hinten raus. Ah ja. Da sieht man so drei kleine Ästchen. Die hätte ich noch weggemacht. Wenn man hinguckt, dann findet man die. Bleibt man da so hängen, ne? Ja. Ansonsten super Foto. Hätte ich mal hinfahren können die letzten Tage, aber irgendwie habe ich es nicht gemacht. Weil ich habe die Burg schon über dem Nebel, aber die Perspektive ist eigentlich auch ziemlich cool. Ich glaube, ich muss nochmal auf den Rehbergturm. So. Wo sind wir hier? Irgendwie, oh, krasse Location. Ja, irgendwie das. Das hat man schon mal gesehen. Wo ist das? Zeig mal her nochmal. Guck mal, irgendwo kennt man das. Also dieses Gebirge. China? Nee. Das ist. Ich erkenne es aber auch nicht. Ja, es ist irgendwie. Ich glaube irgendwie. Ach nee, Dolomiten, oder? Nee, ich glaube, das ist eher so Südfrankreich. So zwischen Italien und Frankreich, die Alpen. Ah, oder? Seealpen quasi. Ja, ich glaube, könnte sein. Ich bin mir nicht sicher, wahrscheinlich sind wir jetzt ganz falsch, das sieht so aus. Die Felstürme sahen kurz, also so in dem Spiegelung sahen es aus wie dieses Tier- und Schangebirge. Ja. Ich finde die Landschaftskomposition gut, aber die Dame im Gelb ist mir zu random. Wie kann man das sagen? Also es ist nicht so, ich glaube, das liegt daran, dass sie nach rechts guckt. Und sie steht tatsächlich... Würde sie jetzt auf dem Fels, ja, der direkt vor ihr ist, draufstehen, dann wäre das irgendwie eindeutiger. Ja, ich vermute, das war der Plan, aber ich möchte das nicht jedem raten, auf dem Fels draufzustehen. Ich meine, da muss man auch schwindelfrei für sein. Ja, aber ich glaube, das Hauptproblem ist wirklich, dass sie nach rechts guckt. Weil irgendwie das Licht, die Linienführung im Licht leitet dich halt nach hinten links ins Bild. Du guckst ja, ne? Und sie guckt aber genau in die andere Richtung. Sie guckt voll raus aus dem Bild. Ja, genau. Sie guckt sozusagen raus aus der Perspektive, die man, den Weg, den ich mit dem Auge durchs Bild nehmen würde. Ja. Ansonsten passt das. Ich glaube, ich würde im Himmel noch mal gucken. Das sieht auch so aus, als wäre das so ein bisschen überbelichtet. Das ist ein Instagram-Style, das Bild. Das ist ja immer normal, dass man den Himmel da ausfresst lässt. Aber ich würde den Himmel ein bisschen zurückholen. Der ist, glaube ich, bei mir zu ausgefressen. Ja. Gerade hinten in der Ferne sieht man scheinbar so Nebel. Ja. Da ist er ja auch ausgerüstet. Der Nebel hatte eigentlich eine Kante zum Himmel. Und das ist ja komplett weg. Das ist weg. Das ist ausgefressen, ja. Also das würde ich von der Datei noch anders machen. Ich finde noch ein bisschen schade. Was ich schön finde, ist, dass diese Felsspitze da in der Mitte tatsächlich unterhalb von dem Gebirge dahinter schneidet. Ja. Also das finde ich gut, dass es keine Überschneidung gibt. Ja. Aber ich hätte vielleicht probiert, tatsächlich noch ein bisschen näher mit der Kamera an die Kante vorzugehen. Weil es passiert, so wie ich es jetzt sehe, vorne relativ... Also mir ist nicht so ganz klar, warum da so viel Platz ist. Ja. Also es geht ja eigentlich um diese Wahnsinnsaussicht und dieses Gebirge und die Stimmung. Wäre ich vielleicht tatsächlich noch einen Tick weiter nach vorne gegangen und einfach dieses relativ unspektakuläre links unten vor allem einfach abgeschnitten. Ne? Ja, absolut. Aber sonst irgendwie ziemlich coole Location. Auf jeden Fall. Also ich wüsste gerne, wo das ist, kenne ich auch nicht. Ja. Das ist natürlich hier... Oha. Wo ist das denn? Das kann ich noch gar nicht. Also das ist sowas, das sieht so aus, als müsste man es eigentlich irgendwo kennen. Aha. Weil es sind Birken. Wanaka Tree Style. Ja, es sind drei Birken auf irgendwelchen Holzstümpfen. Ja, daraus wachsen. So. Soll die Special Location sein, weil ich habe noch nie auf irgendeinem Foto gesehen. Ne? Ich kenne nicht. Ja. Das ist mega nice. Also
Das ist auch irgendwie Sand, das ist Sandboden. Ist das Sand? Ja, ja, das ist irgendwie Sandboden. Ach, das ist wie an der Küste schon fast, ne? Ja, ja, das, ich glaube, das muss irgendwie entweder, das sieht man im Hintergrund. Im Hintergrund scheint man See zu sehen. Guck mal, das sieht man so Ufer, so Uferbewuchs. Mhm, stimmt, da ist irgendwas. Ich glaube, das ist irgendwo ein See. Ich würde mal sagen, das ist irgendwo in Skandinavien wahrscheinlich. Mhm. Ganz unbekannt, aber super cool. Diese Linienführung unten mit diesem Verwischen im Sand von der Strömung. Hammer, ja. Absolut genial. Wobei es ist ja scheinbar Sandstrand. Das kann ich nicht unbedingt. Also wenn da so, das sind ja so Gezeitenlinien drin. Also. Ja, stimmt, ja. Es spricht eher für mehr, ne? Ja. Ja. Was super geiles Bild. Ja, mega nice. Also das würde ich mir an die Wand hängen. Also ehrlich, das ist super ruhig. Super, noch nie irgendwo gesehen, ja. Also finde ich super das Foto. War noch ein bisschen perfekte Herbstfärbung in den Birken. Ja. Richtig schön. Ja. Respekt. Oh. Island. Wer hat denn da nicht sein Wasserzeichen entfernt, Markus? super Foto. HDR, passt alles. Nichts ausgebrannt. Die Möwen, die sind verwischt, deswegen glaube ich auch, dass sie echt sind. Ja. Aber perfekt reinplatziert, die Möwen, ne? Naja, nee, ich glaube, da ist noch so eine, die ist nicht so perfekt. Die fliegt so links vom Fels, guck mal. Die sind verwischt. Ah, okay. Das macht auch Sinn, weil guck mal, das Wasser hat ungefähr die gleiche Verwischung wie die Möwen. Das auch mit so einer Blende 16 oder sowas fotografiert, den Sonnenstern, also. Das ist super. Ich glaube, das Einzige, es wirkt mir ein bisschen zu much HDR. Mhm, ja. Ich hätte den Bereich um die Sonne aufgehellt. Das sozusagen, weißt du, weil die Sonne ist sozusagen. Der hellste Punkt im Bild. Genau, der hellste Punkt im Bild. Ja, das ist aber nicht so die Wolke oben drüber eigentlich. Also ich hätte, glaube ich, um die Sonne so ein bisschen aufgehellt und ich hätte diesen Felsen, der im Vordergrund liegt, der ist so super crispy klar. Mhm. Ich glaube, ich hätte da die Klarheit ein bisschen rausgenommen. Und den Kontrast auch wieder und ein bisschen abgedunkelt. Ja. Der ist so, weil eigentlich möchte man ja auf diesen Felsen in die Mitte hinten reingucken zur Sonne, aber dann ist ja so ein bisschen der Blick. Der poppt so arg raus, ne? Genau, ja. Ansonsten von der Farbe, also da muss man sich, ist es alles super, ja. Absolut, ja. Ja. Es ist wahrscheinlich nicht möglich gewesen, sich weiter nach rechts zu stellen, das glaube ich ist mehr. Also ja, ist genau. Ich glaube ich, einen Ticken nach rechts noch gegangen, ja. Oder man endet wie Daniel Chong. Hatten wir ja schon. Ja, dann schaltet das einfach aus und schiebt den Fels ein bisschen nach rechts in Foto. Das kann man auch machen. Oh, sind ja recht ziemlich viele Bilder doch. Ja, das finde ich cool, aber mir fehlt, weil der Weg ist mir zu weit links. Das ist so ein bisschen, ich stoße beim Gucken den Weg links an. Ich würde das nochmal. Bisschen zentraler, ne? Ja, ein bisschen nach rechts. Mir ist auch, glaube ich, die Lücke zwischen der Weglinie und dem Baum rechts ist mir irgendwie zu groß. Ja, genau, man hätte sich weiter nach links stellen müssen vom Weg weiter. Ja. Genau. Ja. Und das ist ganz cool. Ich glaube, ich hätte das Ganze von der Bearbeitung noch so eine Art ein bisschen mehr so einen Vignettierungseffekt gegeben. Mhm. Es fehlt so ein bisschen noch die Lichtführung. Ja. Die Lichtführung hinten ans Ende von der Straße. Ansonsten auch super Foto von den Farben her, schön. Tolle nicht Stimmung. Übertrieben, genau, so schön bearbeitet. Ich hätte, wenn, ja. Das ist ja so eine Nebelstimmung, aber ich hätte es vielleicht tatsächlich auch noch ein bisschen weicher bearbeitet. Es kommt doch recht hart und kontrastig daher, wenn ich es mir so anschaue. Okay. Ja, ich glaube, ich das ist Geschmackssache, ich ne? Ich finde es okay eigentlich, ja. Ich glaube, ein bisschen Klarheit könnte man rausmachen. Mhm. Ja, ansonsten ist es eigentlich gut. Das ist nicht Praxer Wildsee. Das ist Praxer Wildsee? Nee. Nee, das ist nicht Praxer Wildsee. Nee, ich glaube nicht. Nee. Nee, das ist irgendwie, ist das ist richtig? Das, nee, der Gosausee ist es auch nicht. Kanada? Zeig mal her, Kanada? Na, es ist der Seealpsee in der Schweiz. Der Seealpsee, das kann sein, da war ich noch nicht. Also, ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube. Ja, finde ich gut, aber auch da ist mir der Vordergrund wieder ein Ticken zu hell im Vergleich zum Himmel. Also es wird auch wieder zu ausgeglichen. Mhm. Ich würde den Vordergrund einen Ticken dunkler machen, einen Ticken Klarheit raus, wegen dem Schnee. Ne, das, und dann kommt ein Ticken Kontrast raus. Und dann passt das auch wieder, weil das ist so, der Berg ist wieder so ziemlich gleich wie der Himmel. Das war keinen Sinn machen, weil der Berg eigentlich komplett in der Schattenseite vom Abendhimmel ist. Ansonsten Bildaufbau passt alle super. Ja, generell die Reflexion ist relativ gleich zu dem
Obwohl, es ist schon ein bisschen dunkel. Ein bisschen ja, dunkler. Ist, ja, ist gerade schon, in den Lichtern siehst du es gut. Genau, ja, okay. Also, das war schon. Also da ist gar kein Problem. Ich hätte vielleicht vom Bildausschnitt, ich finde es ein bisschen schade, links ist halt so sehr dominant der Berg, der da hochgeht. Ja, ich glaube, ich hätte einen Tick mehr Brennweite benutzt. Genau, ja, ein bisschen näher ran. Ja. Ich würde es noch kroppen. Wahrscheinlich hast du nicht gemacht, wenn ich im Baum da rechts steht. Weißt du, wenn du da, glaub, klar, wenn du den so anschneidest, ja. Ich glaube, das war wahrscheinlich der Punkt. Ja. Ich glaube, dann würde ich es einfach dann. Oder ein Hochformat oder so? Ja, ein Photoshop ein bisschen runterzerren links den Berg. Also oder in die Ecke reinlaufen lassen. Ja. Oder so. Das war's. Ja, das war's. Ja, sehr cool. Vielen Dank für eure Einsendung. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wir hoffen natürlich, dass euch das Feedback auch ein bisschen was gebracht hat. Ja, danke, Basti. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns heute zu drehen. Es war sehr kalt, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also das ist Originalgeschwindigkeit, wenn ich meine Finger noch bewegen kann. Das hat doch zum iPad-Wischen gereicht. Ja, wir gehen uns jetzt auch mal schön aufwärmen, würde ich sagen. Wir gehen uns auf jeden Fall aufwärmen. Basti hat noch ein bisschen zu tun. Er muss gleich noch ein Tutorial für euch aufnehmen, für die Leute, die Patreon-Mitglieder sind. Also das könnt ihr auf jeden Fall dann auch auschecken. Den Link dazu findet ihr natürlich dann jeweils in der Patreon-Seite. Und ansonsten nochmal die Erinnerung, Gewinnspiel gibt es auch. Da kann man im Wert von 140 Euro sowohl einen Webinarplatz und auch ein Buch von Basti gewinnen. Und das Ganze kostet in der Mitgliedschaft 9 Euro im Monat. Also da gibt es auf jeden Fall sehr viel Mehrwert für euch. Würde uns freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ihr könnt wie immer einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt durchhalten. Die danke, oder meinst du so jetzt? Oder euch auch. Ihr könnt wie immer einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare posten, wen ihr weiterhin auch in diesem Podcast sehen wollt als nächsten Gast. Ihr könnt bei Kanal Spotify. Abonnieren? Nein, Moment, ich bin noch nicht fertig. Okay. Ihr könnt bei Spotify und ihr könnt bei Apple iTunes bzw. bei Apple Podcast könnt ihr das Ganze natürlich auch audiomäßig verfolgen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ihr könnt uns da auch folgen und eine Bewertung hinterlassen und alles Mögliche. Ihr könnt uns überall supporten, wo ihr wollt. Überall. Ach ja, und ihr könnt uns auf YouTube supporten, indem ihr Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Sehr gut. Sehr gut. Ah, Mann, du bist einfach der absolute YouTube-Profi. Sowas von. Unfassbar. Bis also bald. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Das ist ganz schön fallisch, ne? Also ich mag die Form. Das ist okay, also The Rona. Oh, magst du dich bitte mal 2 Meter wechseln? Ellbogenbeuge husten bitte. Okay, ich fang nochmal an. Also wir können loslegen. Gibt einen lustigen Outtake. Schön winken. Warte. Upsi. Pain.